Hallo Leute, wir sind wieder auf der Gamescom. Gamescom, das ist total super. Das ist jetzt auch das erste Jahr unseres Podcasts. Und wir können eine Gamescom-Sendung machen. Gamescom. Endlich ist wieder Gamescom. Wir sind auf der Gamescom. Oh, guck mal hier über die ganzen Leute. Das ist Gamescom, Mann. Das ist super geil. Ich meine, es ist einfach die Gamescom. Hier sind alles zum Spielen. Und die ganzen Spiele, über die wir reden können. Das ist die größte Spielemesse, die es wo gibt. Und Micha, was? Aber, was? Weißt du was? Ich brauche dich nicht, um die Gamescom zu moderieren. Ich suche mir einfach irgendjemanden und mach das dann alleine. Gamescom-Einleitung, die er schon tausendfach gesehen hat. Gehen wir mal direkt zu den Interviews. So. Ich habe mich vor einer halben Stunde mit 1000 anderen Gamern durch den Eingangsbereich gequält und sehe aus, als wenn ich gerade aus dem Fitnessstudio komme. Battlefield 3, da freue ich mich drauf und den Capcom-Stand, den ich noch besuchen werde wegen Dragon's Dogma. Ich bin seit einigen Jahren Battlefield-Spieler, obwohl ich Ego-Shooter vor Jahren noch verpönt habe, aber Multiplayer, Battlefield, da geht im Moment nichts drüber. Die Singleplayer-Kampagne einmal durch und dann nur Multiplayer. Denkst du auch mal, was war das nochmal? Das habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ist ein Action-Rollenspiel, würde ich sagen, von Capcom und erinnert jetzt so ein bisschen, wenn man die Trailer anschaut, gibt es viele große Gegner und hat so ein bisschen so einen kleinen Touch von Shadow of the Colossus im Action-Rollenspiel-Genre. Ich warte jetzt seit ungefähr 2 Jahren drauf, dass Last Guardian und Shadow of the Colossus und Ico endlich auf der PS3 kommen und ich hoffe, dass ich zumindest die letzteren beiden Ende des Monats endlich spielen kann. Ich war auf der Tech-Demo von Metro. Die war relativ interessant, muss ich sagen. Also es wurde viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze authentisch ablaufen sollte. Also der Pressesprecher sagte noch,
das, was ihr seht, ist das, was ihr bekommt. Klammer auf, wenn eure Hardware das mitmacht. Die meisten Leute haben gelacht. Also ja, ich meine, genau. Wenn man sich die Hardware-Anforderungen von dem Spiel anguckt, dann ist es natürlich auch sowas. Das war die PC-Version? Die PC-Version wurde gezeigt, genau. Ja, aber das kommt auch für Konsole irgendwie noch raus, ne? Genau, es wurde auch groß angekündigt, dass es eben also jetzt so ein Multikonsolen-Ding wird, also dass im Prinzip niemand ausgelassen werden soll. Ja, cool. Hast du denn den Vorgänger gespielt? Ich habe ihn nicht gespielt, also ich habe ihn nur so in der Presse und so weiter nachverfolgt. Mhm. Ich denke mal, das Spiel wird sich nahtlos in die Tradition der, wie sagt man, ja, in die Tradition der Ostblock-Shooter, sag ich mal, einreihen. Ja. Also ich denke mal, das Spiel wird auch an den selben Kinderkrankheiten leiden, die da wären. Klobige Steuerung, schwer verdauliche Handlungen, mechanisch vieles im Unreinen. Hohe Hardware-Anforderungen sowieso, wie schon gesagt. Wobei die Grafik natürlich wirklich top aussieht. Also es wird eine sehr, also die Umgebung wirkt jetzt im Vergleich zum Vorgänger wesentlich interaktiver. Also man hat eine sehr, ähnlich wie es jetzt aus diesem Dark Project, dass man zum Beispiel jetzt so Töpfe ausschießen kann, die dann mit Wasser Lampen oder Fackeln ausmachen und solche Sachen. Also viel Stealth-Elemente sind drin. Also der erste Teil basiert ja auf einem Buch, ne? Und da waren ja ganz viele ganz begeistert, dass dieses Buch auch so akkurat im Computerspiel transportiert. Man kennt ja normalerweise immer so geile Verfilmungen von einem Buch, aber eine geile, in Anführungsstrichen, Verspielung eines Buches kennen wir ja so nicht. Kennst du das Buch? Hast du da was drüber gelesen? Kein bisschen, Michael. Kein bisschen? Also ich finde die Welt, die erzählt wird, grundsätzlich sehr spannend. Also es gibt Kommunisten, es gibt Faschisten, also es ist so ein bunter Cocktail aus irgendwelchen Gesinnungen. Ja. Da war auch eine Szene, die ich sehr beeindruckend fand. Рейх близятся решающие дни, дни, в которые нам предстоит продемонстрировать всему метро нашу мощь, волю и безудержную силу. Eine Massenszene, wo man durch so einen Korridor quasi von Neofaschisten, die auch Russisch sprachen, also auch wieder so ein interessanter Kulturmix war und die dann halt ihre Parolen da gehalten haben. Das war schon sehr spannend, wenn man da zwischendurch ging und dann wirklich sich sehr bedrückt gefühlt hat. Aber cool. Zu dem Buch kann ich jetzt leider absolut nichts sagen. Aber du sagst schon, dass der neue sehr atmosphärisch aussieht und so. Definitiv. Also ich denke mal, wie gesagt, die Leute, die diese düstere, bedrohliche Atmosphäre, ja irgendwo auch, wie gesagt, das typische à la Stalker, à la Cryostasis, diese ganzen Ostblock-Spiele, klingt wieder so verdammt Ostblock-Spiele, aber es ist halt irgendwo eine Tradition. Es hat halt so einen besonderen Stil eben, den halt nur Leute aus diesen Weltbereichen irgendwie so machen. Es ist so kalt und trostlos manchmal. Genau. Und das ist was anderes, als wenn man so ein amerikanisches Spiel spielt, wo dann an jeder Ecke was explodiert. Das stimmt definitiv. Also es ist alles sehr, sehr dunkel, nihilistisch, irgendwo lebensfeindlich, bedrohlich. Also das natürlich irgendwo mit diesem radioaktiven Element wieder, was auch wieder wie bei Stalker vorhanden war. Also so ein russisches oder ukrainisches Urtrauma irgendwo, das da bedient wird. Ja. Welche Titel haben dich denn so weggeblasen? Also die Must-Have, was ich unbedingt mir anschauen wollte, ob das wirklich so gut aussieht wie in den Videos, die man bis jetzt gesehen hat, war auf jeden Fall Skyrim. Ja. Das war als RPG-Fan natürlich der RPG-Titel, den man haben muss, den man sich mal angucken muss. Das ist der Vorgänger-Titel, war jetzt schon ein bisschen länger her und muss mal gucken. Was auch noch faszinierend war Gears of War 3, was ja jetzt dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal erlaubt wird genau. In Deutschland. Genau. Du wirst es nicht ausbieten. Nee. Morkus, was um Himmels Willen macht ihr hier? Ihr werdet hier draufgehen. Alle beide. Komm, Dad, ich hol dich jetzt hier raus. Ich muss meine Forschungen sichern. Das ist wichtig. Verstehst du das? Das war auch gut. Also grafisch muss ich sagen, hat sich zum Zweier nicht so viel verändert. Aber spieletechnisch wird das schon der Hammer. Gegenüber lief dann auch noch Halo CE. Das habe ich mir auch noch angeguckt. CE, wofür war das denn da?
Das war von, auch von Microsoft für Xbox. Das ist einfach Halo. Achso, Halo, Reworking. Genau, genau. Dieses von HD Edition. Anniversary Edition, genau. Achso, ja. Das war jetzt einfach nur Halo in HD. Also immerhin, immerhin. Immerhin. Das waren jetzt mehr so die AAAs. Hast du auch noch vielleicht so einen Geheimtipp? Irgendwie ausgegraben? Ja, also was mich wirklich fasziniert hat, habe ich auch mit Level Boss angespielt. Durch ihn habe ich das ja auch erst entdeckt. Ah. War tatsächlich das Spiel Dark Souls. Der Nachfolger von Demon's Souls, oder jetzt wird als Nachfolger gehandelt. Das habe ich darauf mit Spielen nicht bestraft. Genau. Das habe ich durch Level Boss kennengelernt. Und der Untertitel des Spiels heißt ja wirklich Prepare to Die. Ja. Und sag mal auch so, ja, schauen wir uns erstmal an. Also wir sind in diesen 10 Minuten, die wir gespielt haben, sagen und schreibe auch tatsächlich 10-mal gestorben. Und war doch gut. Es wird sehr schwer, der Frustrationsfaktor wird sehr hoch, aber grafisch fantastisch und spieletechnisch hat es in diesen 10 Minuten, die wir gespielt haben, unheimlich viel Spaß gemacht. Also das ist wirklich so ein Geheimtipp, wo ich noch sage, ist auf jeden Fall gekauft. Jetzt hast du doch über Demon's Souls geredet, das ist auch gut. Warum denn? Hat der Christian auch? Ja, der Levelboss hat auch schon darüber gesprochen. Ja, der war ja auch begeistert. Ich war total überrascht. Aber da steuern wir das einfach hinter. Ja, dann rutschen wir doch. Christian! Ja, du hast Mensch, du hast Dark Souls gesehen. Ich habe Dark Souls gesehen. Ich bin ja überhaupt nicht frustresistent und ich habe mir vorher auch vom Spiel eigentlich gar nichts angucken wollen. Habe alle Trailer ignoriert, alle Pressemitteilungen, alles Bildmaterial, alles was dazu gab, weil ich halt vom spirituellen Vorgänger immer nur gehört habe, du wirst 1000 Tode sterben und es ist total frustrig. Und, ja. Ich wollte es nicht sehen, weil ich bin eigentlich überhaupt keiner, der das spielt. Ich habe es 10 Minuten angespielt, 15 Minuten angespielt, bin gefühlte 10-mal gestorben und ich hatte trotzdem Bock drauf auf einmal. Ah, woran liegt das? Ich meine, wenn du normalerweise immer sofort aufgibst, oder was heißt sofort, nach 2-3 Versuchen, was macht das irgendwie anders? Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil erstmal tötet es dich als Spieler. Ich meine, der Claim kommt nicht von ungefähr. Das ist, Prepare to Die ist wirklich ernst zu nehmen. Aber du merkst relativ schnell, dass du immer einen offensichtlichen Weg hast, den du gehen kannst, der aber eigentlich definitiv zu schwer ist, um den zu gehen. Also in der Demo war es halt so, du bist aus einem Raum raus, hast dich gerade irgendwie versucht mit der Steuerung anzufreunden und da saß dann irgendwie so ein riesengroßer Drache, der dich dann halt sofort geröstet hat. Ja. Wenn du aber dann einfach mal ein bisschen rumguckst, dann merkst du schnell, dass du immer irgendwie noch einen alternativen Weg hast. Also der offensichtliche Weg scheint immer der schwerere zu sein, also zumindest jetzt in dem Level, den man da sieht. Und wenn man sich ein bisschen umguckt, gibt es immer so eine kleine Abzweigung. Wenn man die nimmt, wird es halt einfacher. Und wenn du dich dann so ans Kampfsystem gewöhnst, dann funktioniert es. Also wird man auch belohnt, wenn man sich Aufmerksamkeit die Umgebung anguckt und vielleicht ausprobiert, das kann ich vielleicht doch hinter diese Tür gehen und so weiter? Ich habe den Eindruck, dass das jetzt, tatsächlich der einzige Weg ist, um überhaupt durchs Spiel irgendwie zu kommen, voranzukommen. Mal angenommen, dann kommt jetzt jemand und sagt, Trial-and-Error-Spiele kotzen mich total an. Was würdest du sagen? Sollten die Leute das trotzdem probieren? Gibt es einen Grund zu sagen, nein, das ist ein anderes Trial and Error? Ich bin mir nicht mal sicher, ob man von Trial and Error reden kann jetzt in dem Fall oder ob es nicht wirklich einfach so ein strategisches Vorantasten ist, dass man tatsächlich immer erstmal zusehen sollte, was um einen herum ist, um sich aufzupowern und dann den offensichtlichen Weg zu gehen. Ja. Was sagst du denn zu diesem Medieval-Stil, Fantasy-Stil? Gefällt mir sehr gut. Also ich habe mir dann später auch noch Skyrim angeguckt und ich fand diesen Stil tatsächlich schöner als den Skyrim-Stil. Ah. Weil Skyrim war mir dann wieder zu sehr ein bisschen Klischee-Mittelalter. Also die Drachen waren schön, aber so diese ganze Atmosphäre, diese Landschaft und so, die wir aufbauen, die habe ich einfach, obwohl ich gar nicht viel Rollenspiel spiele und gar nicht so der Fantasy-Fan bin, eigentlich schon zu oft gesehen. Da habe ich mir ein bisschen satt dran gesehen. Ja, Dark Souls ist aber schon eher nüchtern, ne? So vom Stil. Eher nüchtern, aber man setzt dann halt sehr viel auf Lichteffekte, finde ich, und auf einfach diese Imposanz der Bauten. Und das ist
was für mich einfach viel atmosphärischer ist als so diese vertiefende Welt, wo man zwar tausend Dialoge führen kann, aber die halt im Endeffekt ein Wald ist, den man tausendmal gesehen hat. Ja. Ich habe den Vorgang bis heute nicht durchgespielt. Ohne Scheiß. Also ich hab ihn unheimlich gerne gespielt und er hat mich geärgert, mir ins Gesicht getreten, mich links und rechts geohrfeigt und gesagt, so nicht. Und ich habe es bis heute nicht geschafft. Aber trotzdem habe ich richtig Bock auf den zweiten Teil. Und das ist eine Leistung, wenn ein Spiel das schafft. Ja, das muss man. Das hatte ich bisher nur bei Forbidden Siren. Das war ein Horrorspiel, was ähnlich schwer war. Und da habe ich es aber nach 2 Jahren geschafft, das Spiel durchzuspielen. Immerhin. Das macht mich sowas von an. Definitiv. Das ist komisch eigentlich, aber eigentlich will man sich ja entspannen beim Spiel, ne? Spaß haben und das Spiel tritt sich ja richtig. Aber ich glaube, da ist dann wirklich die Lösung, irgendwann nach 2 Stunden oder so den Controller wegzulegen und dann einfach aufzuatmen und zu sagen, ja, ich hab's geschafft. Das ist dann, genau. Dann glaube ich, Entspannung und das ist dann wirkliche Entspannung. Da kann man wirklich sagen, man hat's geschafft. Definitiv. Es ist nicht so, dass du eine Taste drückst und alles geht von selbst in die Welt oder so, sondern das ist wirklich Arbeit. Ich überlege halt nur noch, ob ich mir jetzt noch 2 Controller extra kaufe, vorsichtshalber. Es ist halb 12 und wir wollen eigentlich alle pennen gehen. Aber wir perfekte Podcast-Zeit. Perfekte Podcast-Zeit, genau. Und du hast gesagt, dass du dir Rayman Origins angeguckt hast. Es sieht aus wie ein Zeichentrickfilm. Geil. Also das, was wir uns vor ein paar Jahren gedacht haben, hey, ich will das Spiel, als 3D noch nicht wirklich in war, ich will, dass Spiele aussehen wie Zeichentrickfilme, das wird in Rayman auf jeden Fall Realität. Cool. Es sieht unglaublich toll aus. Überall passiert etwas. Es vibriert. Weißt du, wenn man sagt, so diese Welt, da ist so viel Charme, da ist so viel Dynamik, sie geht aus dem Fernseher raus. Und es ist wirklich schön, dass Ubisoft so ein Spiel noch herstellt. Denn es geht hier immer um Shader und Pixel und wie viele Pixel sind da und wie gut ist das 3D-Lichteffekt? Mhm. Hier geht es wirklich um dieses lebendige Zeichnen. Das sieht wirklich wunderschön aus. Da ist auch nicht ein bisschen 3D drin irgendwie, ne? Es ist alles. Nein, gar kein bisschen. Es ist ja, der Trend ging ja immer so zum 2,5D-Jump'n'Run. Mhm. Aber das ist wirklich 2D und es ist wunderschön. Vielleicht sogar das beste Spiel dieses Jahres. Cool. Darf man sich das so vorstellen wie so ein Update von Earthworm Jim zum Beispiel? Ja, unglaublich tolle Animation. Überall passiert irgendetwas. Super schön, aber ich glaube, es wird besser als Earthworm Jim. Das Original Rayman sah natürlich super aus, ja, schön. Ja, aber ich habe das Original Rayman geliebt, aber es ist unglaublich schwer. Aber die Musik ist geil. Sorry. Ja, kein Ding, warte, dann müssen wir dich wenigstens einmal kurz aufnehmen. Nein. Das hat sie gesagt. Okay, Man kann es zu viert spielen, es erinnert sehr an Super Mario Bros. Wii. Aha. Da spielen Rayman, Globox und die 2 Könige, also 2 von diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben so eine riesen Nase, die kennt man aus Rayman 2. Ja, genau, okay, ich weiß. Und die laufen dann, man läuft von links nach rechts oder man wird gejagt oder man benutzt Moskitos, um zu fliegen. Auch Kenner des ersten Teils kennen das auch. Mhm. Das Spiel wird 20 Stunden lang sein, was eine unglaublich lange Zeit ist für einen Jump'n'Run. Ja. Das Spiel wird in mehrere Universen unterteilt und jedes Universum hat sein eigenes Thema. Es gibt eine Musikwelt, eine Essenswelt und noch ein paar andere Welten. Was ich ja super interessant finde, beim Rayman 1, wer das auch kennt, da gab es auch verschiedene Welten und es gab immer irgendwas Neues zu sehen. Cool. Immer neue Gegnertypen. Es hat sich wirklich nichts wiederholt und das wird nun mal bei Rayman Origins genauso sein. Mhm. Lustigerweise war das Spiel ja als Download kommt, also als Download-Spiel gedacht, für letztes Weihnachten. Mhm. Dann haben sie sich gesagt, nee, komm, wir machen ein richtiges Spiel raus und jetzt sind das 20 Stunden geworden. Das ist ja richtig geil. Ja. Wir sind down gestorben, also nur der hat überlebt immer die ganze Zeit, der lief immer vorne weg und wir starben also einmal die ganze Zeit. Und ich habe ihn auch extra so gefragt, wird das genauso schwierig wie Rayman 1?
Nein, das wird, also jeder kann das spielen. Ah ja, aber wir sind trotzdem weiterhin gestorben. Also ja. Ich kaufe ihm das nicht ab, das wird schwierig sein. Man kann es auch alleine spielen, aber wenn man dann halt stirbt, kommt man sofort zum letzten Checkpoint. Wenn man im Multiplayer stirbt, können die anderen noch jemanden retten. Ah ja, verstehe, das ist cool. Halt immer ist, ne? Man bläht sich dann so auf und wird dann zu den Spielern, die noch leben, hingezogen und die müssen dann einen befreien. Ah ja, also dieses Luftblasenprinzip im Grunde. Genau. Die blähen sich in Luftblasen auf. Das ist cool. Man kann sich auch schlagen gegenseitig. Aha. Man kann jemanden über die Kante sozusagen schlagen, dass er stirbt. Wenn man möchte, wenn man die Freundschaft irgendwie kündigen möchte über Spiel, dann geht das auf jeden Fall mit Rayman. Ja, das ist ja cool, also, das klingt ja total lustig. Ist denn noch dieser Level-Editor mit dabei? Er hat darüber kein Wort verloren, lustigerweise. Aber man sagt ja, es wird ein Level-Editor dabei sein und die Spieler können ihre eigenen Levels aufmachen, deswegen wird es ja auch ein Disc-Spiel werden. Ja. 20 Stunden. Also wie gesagt, der hat nichts dazu gesagt und eigentlich sagen die Leute sowas. Wir hatten leider keine Zeit mehr Fragen zu stellen, wir wurden einfach rausgeworfen, weil ein paar andere Leute rein wollten. Ja, schade. Aber ich hoffe es. Auf jeden Fall. Das wäre ziemlich cool. Weil, kreative Köpfe. Ja, weil gerade Little Big Planet hat ja gezeigt, dass es auch viele Leute nutzen, ne? Dass es ja auf jeden Fall irgendwie eine Resonanz gibt und dass das Bedarf besteht, Level zu bauen und so. Und wenn man den Leuten das halt einfach mal anbietet und so. Und gerade Rayman hat ja eine riesen Fanbasis. Da gibt es ja bestimmt einige, die sagen, ja klar, Rayman. Ja, ich glaube, Rayman wurde so ein bisschen vergessen von Ubisoft, nachdem die Rabbids gekommen sind. Die sind die bringen das Geld. Ja. Genau. Ich finde die Rabbids nicht so schön, nicht so toll. Nicht? Es gibt ja auch noch so ein Minispiel. Nee, ich finde sie toll als Kulturphänomen, als Videospieler. Aber ihre Spiele finde ich nicht so toll. Ja, das sind ja nur Minispielsammlungen hauptsächlich. Ja, es gab auch einen Jump'n'Run für den 3DS, aber das ist wirklich schrecklich. Ja, das geht. Das habe ich kürzlich gespielt. Das ist unspektakulär. Was es gab und was mir am besten gefallen hat, war dieses Wii-Spiel, was so ähnlich war wie Katamari, wo du mit so einem Einkaufswagen durch die Gegend gefahren bist und so. Das fand ich noch sehr ulkig. Und ganz cool und hab viel gelacht, aber so die Minispielsammlungen sind auf Dauer natürlich dröger. So, aber das ist ja geil. Rayman in 2D, klassisch und so, cool. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich richtig drauf. Schön. Sehen wir uns an. Auf jeden Fall. Das war's. Da war der Schnitt drin. Soll ich klatschen dafür? Ja, ich klatsche. Nein, wir machen das. Nein, es ist sehr, sehr, dass ich hier schneide und. Okay, erzähl mal, was hat dir dieses Jahr am besten gefallen auf der Gamescom? Also ich habe natürlich eine Menge gesehen, leider zu wenig ausprobieren können, wie das halt immer so ist, aber was ich irgendwie herausragend fand von den Kinect-Spielen, die ja immer auch gerne mal ein bisschen belächelt werden, war von Konami Lead Me's. Das ist ein Download-Titel, was ich irgendwie nochmal so ganz spannend finde, dass man auch so Download-Titel halt bewirbt. Die sind ja sonst immer so eher unter ferner Lied. Und das sieht halt irgendwie sehr, sehr witzig aus. Also ich glaube, dass das irgendwie so eins der Spiele ist, die für Kinect einfach super geeignet sind und darauf abgestimmt sind. Wo man im Prinzip, das ist so eine Art Lemminge. Ja. Du musst im Prinzip so kleine Männlein steuern und deine Arme sind die Brücken. Also du musst dann immer so mit den Armen praktisch, die laufen dann hier rüber und du kannst sie auffangen. Du kannst sie auch mit den Füßen auffangen oder mit den Füßen Schalter betätigen. Du sollst nicht drauf treten. Also irgendwie total putzig. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen mädchenmäßig, aber... Nein, gar nicht. Das heißt aber auch, dass du so lange deine Position halten musst, wenn die jetzt, also mal angenommen, da laufen 10 Leute rüberlaufen. Ja, also man muss sich schon relativ viel bewegen, also musst nicht lange stillhalten, du musst keine so riesigen Strecken überbrücken. Es wird halt immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Also was ich irgendwie spannend fand, war, dass das so ein Mix war aus, du musst dich bewegen, aber es ist nicht einfach nur so, ja komm hier, beweg dich mal, sondern es ist auch so ein Denk- und Puzzlespiel. Also du musst schon immer irgendwie clever Brücken bauen und mal schauen, okay, die kommen jetzt da raus. Die Punkte, wo diese Lead-Mies rausfallen, die verändern sich auch. Das heißt, du musst dann immer so ein bisschen schauen,
so diese Kombination fand ich ganz clever. Also da hatte ich, weil ich hatte jetzt so nach dem Jahr, was oder nach dem Dreivierteljahr, was Kinect draußen ist, hatte ich so das Gefühl, na ja, irgendwie so ein bisschen das was. Das kann mehr eigentlich. Ja. Da haben sich die Leute noch nicht so drauf eingeschossen. Und vielleicht ist das aber halt perfekt für so Indie-Entwickler auch. Da habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Konami ist jetzt nun nicht wirklich ein Indie-Entwickler. Nein, nicht wirklich. Aber das fand ich, das war von der Optik schön, das war von der Idee her schön. Also das hat mir echt gut gefallen. Und kann man denn mehr machen, außer die Brücken bauen? Oder ist das wirklich Kernelement? Also gibt es da nichts drumherum? Ich bin noch nicht so tief da eingestiegen, dass ich jetzt sagen kann, wie weit es tatsächlich geht. Ich habe gesehen, es ist auf jeden Fall Multiplayer, Singleplayer. Also ich nehme an, es gibt so einen Adventure-Modus, soweit ich das gesehen habe. Ja. Müsste ich mir wirklich nochmal genauer anschauen. Das sind so Sachen, die gehen dann manchmal ein bisschen unter in der Messerhektik. Ja, ja. Aber das, ich fand, die Optik ist einfach schön und die Idee ist schön. Das ist, so ist das denn, der Name kommt mir so bekannt, hat das was mit Elides zu tun? Das war ja auch Das habe ich auch vermutet, ehrlich gesagt. Ich konnte es aber nicht rausfinden. Ja. Also wenn man bei Konami auf der Seite schaut, ich habe mit denen noch nicht mal weiter mehr drüber gesprochen, dann ist da unter Entwickler nur Konami. Und, aber es sieht so aus, der Name ist so ein bisschen ähnlich, die Idee ist ähnlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da ähnliche Leute dahinter stecken, ohne das jetzt sicher sagen zu können. Hast du denn auch andere Kinect-Titel angeguckt? Ich war auf dem Microsoft Play Day, wo natürlich einiges ist, aber das sind eher so die Standards. Da ist dann irgendwie natürlich ein, was war das, Kinect Sports 2, Disney Adventures und solche Geschichten. Oh Gott, ja. Was jetzt nicht furchtbar schlecht sein muss, ich habe es nicht ausprobiert, aber das sind natürlich so die Standards. Ja. Und also was ich vor allen Dingen manchmal vermisse, ist, das Lustigste ist ja eigentlich, wenn das Ding noch Schnappschüsse von dir macht. Ja, das hat man ja bei Ubisoft gesehen, bei diesem Rayman hätte ich mal gesagt, bei diesem Rabbids-Titel. Ja. Ist das sau witzig, halt, dass man natürlich, das ist halt einfach Humor, das Spiel. Mhm. Das ist auch nochmal eine Idee, finde ich, die einfach super funktioniert. Und dass das Teil, man muss ja ziemlich bekloppte Sachen machen. Ne? Ja. Das Teil macht halt immer Fotos von dir und ich finde das einfach witzig, wenn man die gleich einbinden kann bei Twitter, bei Facebook. Ja, weil das ist doch das, was Spaß macht, wenn du da irgendwelche bescheuerten Schnappschüsse hast oder so, die zu posten und sagen, so, das ist die lustigste, schwachsinnigste Bewegung, die ich da jemals gesehen habe. Ja. Und das würde ich mir mehr wünschen. Das wundert mich, dass das nicht mehr gemacht wird, diese Anbindung. Weil das ist genau wie diese Achievement-Geschichte. Ja, das triggert doch bei jedem was, dass man diese Achievements sammeln will. Und irgendwie genauso finde ich es, wenn du einen lustigen Schnappschuss hast, den raushauen zu können. Und diese Einbindung würde ich mir noch so ein klein bisschen mehr wünschen. Ist das denn so, dass du jetzt die Partyspiele so allgemein lieber hast, so Sachen wie Kinect Adventures zum Beispiel, oder dass du dir vielleicht auch wünschst, dass jemand versucht, ein komplizierteres Spiel auf Kinect zu münzen? Sagen wir mal, es gab ja dieses Ding von Ubisoft, diesen Ghost Recon Ableger, wo du ja auch irgendwie so Waffenbewegung machen musst. Ist das, sagst du das lieber nicht, weil das wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert und zu kompliziert ist? Also ich bin skeptisch, ehrlich gesagt, ob das funktioniert, weil irgendwie letztlich ist sowas immer noch ein Couch-Ding und ein Controller-Ding, finde ich. Das ist einfach nicht so. Das ist nicht so, wer will schon die ganze Zeit stehen dabei? Das ist ein bisschen zu anstrengend vielleicht auch, ne? Also ich meine, was ich von Sega gesehen habe, ist dieses, wie heißt das, Rise of Nightmares? Rise of Nightmares, das Horrorspiel, Was schon auch irgendwie mal eine witzige Idee ist, dass man, da kann man ja ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist. Also das ist jetzt ja nun wirklich kein Partyspiel. Ja. Auf der anderen Seite finde ich immer so, wie ernst kann man was meinen, wenn ich da stehe und irgendwie mich schon selbst fast wie ein Zombie bewege? Ja, und es hat ja vor allen Dingen auch so diese Ästhetik von House of the Dead, was ja jetzt auch nicht so ein ernsthaftes Horrorspiel ist. Es sieht ja wirklich total, ich habe das auch mal kurz gesehen, total trashig aus und hat jetzt nicht so den Charme. Es gruselt dich ja nicht. Ne? Also ich bin ein bisschen skeptisch, ich will ja nichts ausschließen, weil vielleicht hat jemand die Idee des Jahrhunderts, wie man es einbindet. Aber letztlich ist für mich sind so Geschichten wie Half-Life 2 unerreicht, was irgendwie so Eintauchen betrifft und das wirklich Spielen. Und das funktioniert wunderbar an der Tastatur oder mit einem Controller. Da muss ich nicht stehen und mich irgendwie noch bewegen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so aber das Ding ist. Kannst du dir vielleicht so ein Strategiespiel vorstellen? Also stell dir vor, du bist irgendwie so ein Einsatzleiter, eine Einsatzleiterin von einem SWAT-Team irgendwie und hast dann so Überwachungsmonitore vor dir. Ja. Oder noch cooler, sowas auf der Brücke von einer Enterprise oder so. Das könnte man sich ja vielleicht noch vorstellen. Ich glaube, da fehlt wirklich nur die zündende Idee, dass einer mal sagt, so, das ist es doch. Weil letztlich ist die Hardware ist da, aber viele wissen doch am Anfang gar nicht wirklich, was man damit machen soll. Ja, das dauert, glaube ich, bei vielen Sachen. Und lass die Entwickler noch ein bisschen damit rumspielen. Das Ding ist eben ja letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Ja, ist gerade ein Jahr alt, ja. Also es ist ja noch nicht wirklich alt. Ich glaube, da fehlen auch noch Ideen. Auf der anderen Seite, bei der Wii ist ja auch so, dass letztlich nicht wirklich neue Sachen nachgekommen sind, wie man das einsetzt. Das Höchste waren es ist so, vielleicht ein bewährtes Level da erreicht, wie man mit der Wii oder mit der Wiimote spielt. Aber jetzt auch nicht, dass man sagt, so,
Das ist der Einsatzzweck schlechthin oder die Allzweckwaffe. Ich glaube, das Komplizierteste waren wirklich die Ego-Shooter. So. Das hat ja mit Red Steel so angefangen und alle. Ja. Wir müssen das mit diesen Dingern spielen und zielen und so weiter, aber darüber hinaus gab es nicht viel. Also es gab dann nur noch Lightgun-Shooter und alles andere war ja irgendwie Gestik und mehr nichts. So. Es waren ja Spielprinzipien, die mit Tech eigentlich besser sind. Ja, also ich meine, es ist natürlich immer leicht am Anfang zu sagen, ach, ich weiß nicht, da glaube ich nicht dran. Und ja, so. Genau. Ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Da kommt bestimmt noch was. Ja. Ja, Dave und ich heute wieder bei unserem alljährlichen FIFA-Match heute auf der Gamescom. Das traditionelle alljährliche Gamescom-FIFA-Match. Wenn man schon die beste Mannschaft hat, soll man sie auch nehmen. Haben beide Borussia Dortmund natürlich genommen. Klar. Es ging 0-0 aus. Sonst habe ich immer gewonnen. Ich hatte zwar zwei Pfostenschüsse, aber hat nicht ganz für den Sieg gereicht. Aber trotzdem gewonnen hat ganz klar FIFA 12. Ja, hat's. Also es ist in vielen Belangen besser geworden. Es hat geschmeidigere Animationen. Es sieht grundsätzlich besser aus. Die Gesichter, die Models an sich sind besser modelliert, viel detaillierter. Wiedererkennbarer alles. Die künstliche Intelligenz ist halt viel besser. Man hat mehrmals ist mir aufgefallen, dass ein Spieler so tut, als ob er den Ball annimmt, aber dann doch durchlaufen lässt und der Typ, der hinter ihm lang gelaufen ist, kann dann schön durchrennen, die Grundlinie lang. Das ist mir beim FIFA-App auch gar nicht aufgefallen. Das verarscht einen wirklich so ein bisschen, das Programm dadurch. Ne? Man ist wirklich überrascht über diese Aktion, die da gerade passiert. Richtig. Da ist mir auch aufgefallen beim Spielen, dass du über einen langen Zeitraum den Ball hattest. Ich kam nicht ran, aber du kamst auch nicht näher an mein Tor dran. Aber trotzdem war halt wie so ein gutes Rasenschachspiel. Genau, und ich kam nicht näher an dein Tor ran, weil das Raumdeckungsspiel viel besser ist. Ja. Die Raumdeckung ist viel, viel besser geworden. Richtig. Als vorher. Also du musst wirklich taktischer auch nach hinten arbeiten, den Ball immer mal wieder nach hinten spielen, die Räume verlagern. Mhm. Sieht gut aus, ist auf jeden Fall Pflichtkauf, wenn man auf Fußball spielt. Richtig. Nächstes Spiel, was wir dann hatten, war leider Star Wars Kinect. Und das war, eine einzige Hampelei. Ne? Also das, was du halt vor Kinect machst, passiert einfach nicht auf dem Bildschirm. Es passiert in etwa so etwas in der Art, was du machst. Aber man hat nie das Gefühl, dass man da einen Charakter unter Kontrolle hat. Einfach einen Schuss in den Ofen und dann. Für mich noch problematisch als Linkshänder, ich konnte das dann nur mit rechts spielen, da war das noch mehr Zappelei bei mir und irgendwie, das hat sich auch gar nicht richtig erkannt. Ja, richtig, ne? Das hatte echt Schwierigkeiten. Es sah definitiv auch scheiße aus, sehr detailarm und es spielt im falschen Universum. Ja, ich glaube, es werden ja auch noch, es kommen dann nachher zwar noch die alte Trilogie auch. Achso, soll dann auch noch? Richtig, okay, aber es war einfach an die neue Trilogie angelehnt. Und das sieht ja eh schon recht steril aus, wenn es dann noch detailarm ist, das Spiel an sich. Ja, richtig. Was hatten wir denn als nächstes? Ich glaube, als nächstes waren wir dann bei Batman. Batman, richtig. Arkham City. Sieht gut aus, spielt sich gut. Ja, ist wieder genauso flüssig wie beim ersten Teil. Und toll inszeniert. Ja, man braucht eigentlich beim Kloppen nur zwei Knöpfe. Einmal zum Schlagen und einmal zum Kontern. Und es sieht so geschmeidig, so balletthaft fast schon. Mit Knochenbrüchen, aber macht Spaß. Ja, ja doch. Und wovor ich Angst hatte, vor diesem offenes Welt-Szenario, dass man eine komplette Stadt mehr oder weniger dienen kann. Ja, aber gut, man hat jetzt noch nicht so viel davon gesehen, aber es hat auch schon ganz gut funktioniert. Es hat einen super Batman-Flair versprüht, fand ich. Einfach so über den Häuserdächern halt zu sitzen, zu hoppen, zu gucken, wo was ist und dann, da ist jemand, dann darunter zu gleiten und dann Faustschlag oder Fußtritt in die Fresse zu landen. Das ist, das war für mich Batman. Direkt danach geht es auch der Multiplayer. Ja. Kurz die Horde angespielt. Ja.
es ist natürlich immer Gears of War. Klar, also seit dem ersten Teil hat sich da jetzt nicht grundlegend irgendwie was verändert. Ein paar neue Waffen etc. Ein paar neue Waffen, was so, klar. Aber jetzt grundlegend ist es halt Gears of War. Jetzt kann man wohl auch ein paar Stacheldrahtzäune da aufbauen. Genau, du kannst halt kaufen. Ja, ich freue mich halt, dass wir jetzt hier endlich mal offen darüber reden dürfen. Und allein deswegen muss man das jetzt meiner Meinung nach einfach mal angespielt haben sollte. Erstmal offiziell auf deutschem Boden von links Gears of War präsentieren. Das musste man sein und hat sich auch gelohnt. Also Silent Hill Downpour, super. Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? Ist noch nicht ausreichend texturiert, es wirkt alles noch ein bisschen matschig und verwaschen. Es hat mich gewundert, dass da 80% fertig hier stand und Release November. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht vorstellen. Es wirkte noch sehr unfertig. Den Part, den ich gespielt habe, halt Jump into Action, da wo es dann halt richtig losgeht, man sich aus diesem sich mit Wasser füllenden Raum befreien muss, halt recht schnell und dann läuft man von dieser Entität halt weg, die alles in sich reinfrisst. Das war halt schon recht hektisch und hat auch gut funktioniert. Eigentlich. Also das war schon ganz nett. Aber es wirkt nicht unbedingt wie ein Silent Hill Teil, so wie ich sie als Klassiker halt kenne, so wie Silent Hill 1 oder der wegweisende zweite Teil. Da der Fokus doch schon auf Hektik und Action liegt. Also ein bisschen hat mich diese Verfolgungssequenz an Shattered Memories erinnert. Ja, na gut, da kannst du halt nicht ballern bei Shattered Memories, also kannst du halt niemanden erschießen oder töten. Aber das Wegrennen war doch schon stark davon inspiriert. Ja, ich denke, man muss halt wirklich schon Fan der Serie sein und das halt auch über Jahre so ein bisschen diese Entwicklung mitgemacht haben, um das richtig in sich aufsaugen zu können. Sonst ist der Einstieg, glaube ich, schwierig. Ja. Der Teil wird es nicht einfacher machen. Also hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. Also mich interessiert das Wasserthema, darauf bin ich immer noch gespannt, wie die das umsetzen. Es hatte mich beim Zugucken bei dir irgendwie manchmal ein bisschen an Alan Wake erinnert. Ja, es ist trotzdem ein Titel für mich, den ich auf dem Schirm behalte und mal schaue, was daraus wird. Richtig. Was die Fans da dazu sagen. Ein anderes Spiel, was wir noch hatten, war Need for Speed, The Run. Ich habe mir mehr erhofft. Dieses Szenario halt fand ich interessant, dass man von San Francisco nach New York so schnell wie möglich fahren muss. Hat auch ein bisschen nach Open World Spiel geschrien oder gerochen. Aber sobald man auch nur ein, zwei Meter die Strecke verlässt, wird man sofort zurückversetzt. Und das finde ich. Also ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ja. Du versuchst halt zu driften. Ja, zu driften. Oder eine Abkürzung zu suchen. Besser halt quasi so eine Längenbreite in der Pampa, könntest eigentlich zurückfahren, so wie du es von Richtig. Rechts in die Blur oder so gewohnt bist, wirst aber sofort auf die Strecke zurückgesetzt. Ja. Also wirst halt sofort an der Hand genommen und nein, das hast du falsch gemacht, zack, zurück. Das ist nicht motivierend, das fand ich jetzt nicht so cool. Nee, und es ist auch, für mich kam es irgendwie sehr langsam rüber. Also ich weiß nicht, wie ich bei dir war, das empfinden, aber... Ja, wenn du andere Rennspiele gespielt hast, dann kommst du dir bestimmt langsam vor. Ja. Ja. Also wenn du natürlich in Gran Turismo dagegen stellst, dann ist es nicht mehr langsam. Ja, okay. Weil Gran Turismo ist large. Ja, klar. Ich weiß nicht, ich war leider enttäuscht. Ja, es ist ein bisschen farblos. Ja. Es ist halt so ein Rennspiel. Es ist nicht ganz nett. Man kann das mal zocken, aber es ist nichts Besonderes. Ja, also nichts, was sich von der Masse abhebt. Genau. Halt keine Eigenheiten, einfach nur ein bisschen glattes Rennspiel. Richtig.
Was wir uns gespart haben, war Battlefield 3. Da war uns die Schlange. Ja. Das ist auch viel zu weit. Ähnlich Modern Warfare 3. Da haben wir uns auch gesagt, das ist ein Spiel. Es wird Call of Duty sein, es wird nichts Neues an den Tisch bringen. Man wird die es mögen, sind oder jetzt nicht. Auch nicht so in weiter Ferne, dass man ja jetzt da unbedingt stundenlang veranstehen müsste. Wir waren noch kurz in der Sony-Ecke. Hatten gehofft, Uncharted 3 spielen zu können. Genau, Uncharted 3 ist leider nur als Multiplayer-Demo vertreten. Ich denke, dass es auch die Demo ist, die es schon im Internet gibt. Also man hat leider nicht allzu viel davon gesehen. Das war ein bisschen schade. Also Uncharted 3 hätte ich wirklich sehr gerne auch im Singleplayer gesehen, weil die Stärken von Uncharted liegen ja bei der Story, die erzählt wird, und der Inszenierung, wie alles in Szene gesetzt wird, wie alles zusammen, was ist jetzt so filmisch. Ja. Einfach. Und das macht diesen Reiz von Uncharted aus, vor allem für jemanden wie mich, der mit Filmen wie Indiana Jones und Quartermain groß geworden ist. Ja, ja. Sarah, du hast doch sicherlich irgendwas Nintendo-mäßiges gespielt. Ich hab das so gefühlt. Nintendo, was ist das? Nee, tatsächlich, ich habe alle Nintendo-Titel gespielt. Ich bin auch so ein bisschen stolz oder positiv überrascht, dass wir The Last Story und Pandora's Tower auch zum ersten Mal zeigen konnten und Rhythm Paradise. Leider erst auf Japanisch, aber man konnte es im Business-Bereich anspielen. Das hat natürlich eine Menge Spaß gemacht. Aber vor allem hier im Public-Bereich spielen wir natürlich Zelda. The Legend of Zelda, Skyward Sword. Jeder will es sehen, jeder will es spielen. Keiner kann rein, weil die Schlange zu lang ist. Aber du. Also wenn deine 4 Stunden zu lang sind, dann ja, dann ist sie zu lang. Ja, dann hat man auf der Gamescom nichts verloren. Kann man auf sich gleich beim Battlefield anstellen. Bei uns ist tatsächlich das Ding, man kann 3 Spieler, also 3 verschiedene Level anspielen. Es gibt einen Dungeon, es gibt eine Flugszene auf diesen Vögeln, die Link begleiten werden in seinem neuen Abenteuer. Und es gibt einen Bosskampf gegen Ghirahim. Den offiziellen Bösewicht bis jetzt, also den größten Bösewicht, den wir schon so kannst kennen. Kannst du ganz ehrlich sagen, wie viel Spaß es dir gemacht hat? Ganz ehrlich, die Steuerung im Dungeon ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Da habe ich schon 2 bis 4 Minuten, was in meiner Zockerwelt eine Menge Zeit ist, gebraucht, um da reinzukommen. auch beim Vogelflug, da stürzt man bestimmt die ersten 2 Mal ab, bis man gerafft hat, wie das geht. Aber ja. Das Fliegen macht unglaublich Spaß. Also es erinnert auch tatsächlich an das Gleiten aus Wind Waker und überhaupt habe ich bei Skyward Sword so das Gefühl, es ist eine Mischung aus ganz vielen alten Elementen, die man schon kennt. Das ist ja eigentlich jedes Zelda-Spiel so ein bisschen. Aber das mit dem Vogel klappt wirklich gut. Also auch so, das ist ja von der Mechanik her, hat es ja am ehesten was mit einem Schiff wirklich zu tun. Ja, was zum freien Explorieren eigentlich da ist. Ja, zuerst, es geht ja darum, dass ein gelber Vogel trägt eine Statue. Die muss man dann quasi einfangen. Also man verfolgt so einen gelben Vogel mit dem eigenen Vogel. Da sind aber noch 2, 3 Mitschreiter. Okay. Auch unter anderem so halt der Jugendfeind quasi von Link. Und das Einzige, was die beiden wollen, ist natürlich Zelda zu beeindrucken, ist klar. Ne? deswegen guckt man natürlich dem gelben Vogel so schnell hinterher, wie es geht. Da gibt es eigentlich keine Schwierigkeit, aber wenn man ihn zum ersten Mal gefangen hat, gibt es eine kurze Zwischensequenz, so ein bisschen Rivalität. Und danach wird man mit Eiern beworfen. Während man fliegt, um den Vogel dann definitiv zu fangen. Also, aber so richtig schwer ist es nicht. Ihr seid alle Wii-Besitzer? Sagt ja! Nein, aber Nintendo 3DS hat dann ist gut. Was habt ihr sonst noch alles gezockt? Was mich doch sehr überrascht hat, war Orcs Must Die. Ja, hat sich
hier so ein bisschen so als der Überraschungshit unter einigen hochgemotet, weil es ist halt eine Mischung aus Tower Defense und Third-Person-Action-Titel. Man spielt, also man hat quasi eine Tower Defense Map, in der man aber selber drin steht als Kriegsmagier und hat hier seine Towersprüche, seine Armbrust und sein Schwert und baut hier seine Fallen an die Wände und auf den Boden und haut halt dann zusätzlich noch selber auf die Orks drauf. Am Anfang des Spiels muss man sich aus seinem Zauberbuch eben 6 Dinge aussuchen. Also es gibt auch 30 Zauber oder irgendwas. Ja, 25 oder 30. Irgendwie so. Und davon muss man sich halt 6 aussuchen. Die packt man dann unten in seine Quickleiste und die wird halt über die ganzen Runden des Spiels gespielt. So wie du es beschrieben hast, klingt fast wie Creature Defense für PSP. Wo du ja dann auch deine Kreaturen hast, die du dann aufbaust, wo du dann fallen haben musst, dass die Monster zur Burg kommen. Mhm. Und da geht es dann auch mit so ein paar schwachen Loser-Viechtern los und dann geht es hoch bis zu den Viechtern, die dann aber auch massig Mana verbrauchen. Also es ist nicht so, dass jetzt die von auf Land übereinkommen, sondern die brechen halt sozusagen in deine Burg ein und du kannst halt deine Burg mit Fallen bestimmen. Ja, das Lustige ist halt dann auch noch selber drauf zu kloppen mit dem Schwert und mit dem Bogen und da dann auch noch Spezialfähigkeiten haben und das ist einfach, also ich finde es halt recht unverbraucht. Dann, ja. Man muss quasi nicht nur warten, ob jetzt die Fallen was herhalten, man kann auch selber mit eingreifen. Also richtig. Das fand ich auch immer super lustig, da war es beim Dungeon Keeper. Wo man halt nichts zu tun hatte, konnte man immer noch in so einen Imp selber reinschlüpfen oder halt in den großen Dungeon Meister. In diese, wie hießen die nochmal, die mit den Hörnern? Horny, ne? Horny, ja. Horny, genau. In die Hornys reinschlüpfen und dann selber die Bude aufräumen. Ich wollte eigentlich noch über meine Pop Chainsaw quatschen, aber vielleicht ist es gerade eine gute Überleitung. Ja, genau, dann machen wir das doch gleich. Japanischen Trailer erstmal und jetzt gibt es ja hier Gamescom exklusiv übrigens. Gab es jetzt den deutschen Trailer und konnte man es auch schon anzocken? Nee, aber ich in der Business Area konnte man zugucken. Also da hat er live gespielt und man konnte sich das angucken, wie er da gespielt hat. Mhm. Es war halt persönlich keiner von Studio 51 da, aber der Hauptmensch da hat ein Video aufgenommen und das war super lustig. Also es war echt geil. Es geht halt um eine Cheerleaderin, die mit einer Kettensäge und ihren Pompons den Zombies verprügelt in der Highschool. So. Genau so. Mich hat das jetzt so spontan an Onechamara erinnert. So an, wie ist das nochmal? Ist es nicht von den Onechamara Machern? Studio 51, ich weiß bloß, dass sie No More Heroes gemacht haben. Also ich kenne nicht ihre komplette Geschichte. Es ist auch tatsächlich exzessiv brutal. Also wirklich auch der Trailer ist. Da habe ich mich echt schon gefragt, wo. Also ja. Ich glaube nicht, dass das so rauskommt, weil also die haben dann auch netterweise noch einen Bossfight gezeigt, den haben sie dann ein bisschen abgeschwächt, sodass das Ding nach irgendwie nach 5 Minuten erledigt war. Es war irgendwie so ein Punk-Rocker, irgendwie Zombie, und der ging dann total ab, freute sich total, dass er ein Zombie war. Es war ziemlich geil gemacht, weil der hat geschrien, so mit irgendwas. Mit Gitarrenriff. Der hat einfach geschrien und dann sind die Buchstaben auf dem Bildschirm aufgetaucht und du musstest dann den Buchstaben, die dir entgegengeflogen sind, ausweichen. Also es ist total abgefahren, aber richtig geil. Das, was er spielt. Ja. Und auch für den schönen Vergleich gehört, dass ja das sozusagen das neue Bayonetta sein. Genau, das war so mein erster Gedanke, so als ich es gesehen habe. Das neue Bayonetta, das war richtig, das ist mit einfach mehr richtig. Mit mehr Zombies. Blut. Genau, also ich freue mich tierisch auf den Titel. Also klingt richtig geil. Wir müssen alle mal ein bisschen schnetzeln. Genau. Sollen wir mal von spannenden Bossfights zu einem richtig lahmen Bossfight kommen? Nämlich ich habe am Xbox-Stand Final Fantasy 13.2 ausprobiert. Sound good. Alle dachten, Lightning ist der nächste Hauptcharakter. Was genau. War es am Ende? Scheiße. Jetzt ist ein neuer Hauptcharakter. Ich habe ihn erstmal Bruce genannt, um seine Feminität auszugleichen. Ja, Noel, wie der, was weiß ich, Weihnachtsmann oder Weihnachten in Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Aber der Moogle ist cool, weil Moogles sind endlich wieder dabei. Hat ja lange gefehlt. Seit Final Fantasy XII haben wir keinen mehr gehabt. Da gab es nur einen.
Ja, und jetzt gibt's auch einen, aber der kann sich auch noch in einen Bogen verwandeln. Das muss man erstmal können. Ja. Also ich weiß nicht, ich hatte so meine Schwierigkeiten mit Final Fantasy 13 und bei 13.2 ging's nur so weiter. Ich hatte echt das Gefühl, die Demo wollte nicht, dass ich sie spiele. Sie hätte am liebsten gehabt, dass ich sie nur angucke. Also ich weiß nicht, was ich gespielt habe, gab es erstmal eine untertitelte Zwischensequenz. Die wurden aus irgendeinem Zeitportal. Ja, sind so ein Portal rausgespuckt. Ja. Dann gab es natürlich jede Menge Blabla. Es gab sagen wir es so, es wehrt inzwischen raus, die weiblichen Charaktere möglichst fanservice-lastig in Szene zu setzen. Und dann gab es einen Bosskampf, der sich mehr oder weniger von selber beendete, wenn ich nichts gedrückt habe. Was hast du gespielt? Also, den Bosskampf musste man schon selber spielen. Dann musste man aber beim Bosskampf drücken. Also hast du effektiv gedrückt, wurde der Boss so relativ platt gemacht, ohne dass du was gemacht hast. Die Event-Aktionen, also die Event-Trigger-Geschichten, sind relativ easy zu machen, also nicht wie bei diesen Naruto-Games, wo du 20.000 Tastenkombos drücken musst, am besten X-Dreieck, und dann am besten 20 Sachen hintereinander, das am besten in einer Minute, und das hast du hier nicht das Problem. Das heißt, du drückst einfach deinen bestimmten Knopf und den so lange wie möglich, also dann einfach Smashing und dann... X, bis der Abspann kommt. Beziehungsweise bis der Finger abfällt, eins von beiden. Danach die Dungeons erkunden. Ich muss sagen, dieses Open World ist echt sehr stressig, weil man einfach zu viel hat. Also das Level, das alleine das Testlevel war so riesig. Ich habe mir so gedacht, nach 15 Minuten, ich habe keinen Bock mehr. Das Kampfsystem war ja beim letzten Mal noch hackig. Es war so ein bisschen so wie die Kameraaufnahmen, dass man nach 10 Minuten so ein bisschen halt erstmal und dann weiter. Und das haben wir diesmal nicht. Ja. Wir haben eben wirklich ein durchlaufendes Ding, was relativ gut funktioniert. Das Geile ist, man kann sich an die Gegner ranschleichen und dann draufkloppen. Man hat das jetzt, konntest du beim alten auch. Ja, aber man hat jetzt noch ein besseres Zeitsystem. Das heißt, je zeitiger man angreift, je mehr Zeitbonus kriegt man. Und das heißt, wenn man das Monster schon entdeckt, muss man so schnell wie möglich versuchen, das Ding anzugreifen. Und dann kriegt man einen Zeitbonus. Man kann aber auch den Vieh komplett abhauen und sagen, leck mich doch. Hat einer von euch 13 sich angeguckt? Hat einer hat sich einer von euch durchgespielt? Nee, also ich habe es zu Hause gehabt, vom Kumpel ausgeliehen. Und ich habe halt so auch so das relativ schnelles Gefühl gehabt, was man so in der Presse hatte. Irgendwie hat Square Enix Lust, Filme zu machen und schneidet dann irgendwie noch ein Gameplay-System drunter. Also es sah richtig geil aus, aber es hat mich überhaupt nicht halten können. Also es war doch relativ langweilig, fand ich. Also da bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Nein, also ich bin auch ehrlich, das Kampfsystem ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also das hat mich schon gestört. Ich bin eher so ein Fan von den alten, so ja, die bleiben stehen, bis du irgendwas ausgewählt hast, dann kannst du in Ruhe auf das Vieh draufkloppen. Ich meine, klar, mit den moderneren Games versucht man das ein bisschen dynamischer zu machen, schön flüssig, aber auch wenn das nicht im Spiel da ist, ist es. Also von der Geschichte her ist es immer top für Final Fantasy. Also ich merke schon, hier läuft so eine Linie durch den Raum. Hier, Final Fantasy, egal. Und ab hier so, yay, Final Fantasy kommt wieder. Ja, viele Leute spielen auch noch Pokémon. Eine Person. Ja, ich spiele es auch. Früher war das alles so dieser... Jedes kleine Kind wollte irgendwie Pokémon. Heutzutage ist es so, dass die früher Kinder waren und das wollten, heutzutage zocken. Er gibt mir recht. Er ist selber einer. Jetzt sitzen auch alle vom Gameboy, yeah, Pokémon. Ja, ehrlich mal jetzt, wer von uns hat Pokémon, seit er es hat, nicht mindestens noch einmal nach ein paar Jahren wieder eingelegt und gezockt? Bei Persona wurde ja gesagt, eine Mischung aus Pokémon kombiniert mit Chernobyl. Und ich muss sagen, Persona hat genau das, was bei Pokémon noch fehlt. Pokémon wird mittlerweile zu abgespaced. Also jetzt hat allein schon von der Story her. Die müssen irgendwie mal was Neues reinbringen. Die können nicht immer den gleichen Käse reinbringen. Ja, die können nicht immer irgendein scheiß Team reinbringen. Ja, wir sind jetzt die Bösen, wir wollen die Welt. Pokémon X im Weltraum. Oder Pokémon in der Hood? Nein. Also langsam aber sicher sollte man sich doch Gedanken machen, dass man das Design doch in eine coole, stylistische Richtung bringt und nicht in diese, ja, es ist wirklich so geworden, dass immer mehr in die Cartoon-Richtung, was halt richtig abgespaced ist, Knuffelmonster. Mittlerweile kennt man Pikachu nicht mehr. Ja, das stimmt. Das habe ich schon erlebt. Also es gibt Kinder, die wissen immer, was Pikachu ist. Das ist doch schlimm, oder? Dafür wissen sie auch irgendwelche anderen komischen Pokémon, wo ich frage,
What the fuck? Was? Ich werde nicht das Gefühl los, dass ihr aus Mein kleines Pony Batman The Dark Knight machen wollt. So etwa. Sag mal so, wir wollen aus Harvest Moon Persona machen. Wenn die das Persona-System übernehmen würden, wäre geil. Dazu die Pokémon aber behalten würden, so wie es ist, das wär's. Wisst ihr, was ich euch da reinschneide? Das habt ihr davon. Schade, dass unsere Nintendo-Frau jetzt nicht mehr hier ist. Ja, ich glaube, die wird uns lynchen. Mensch, Micha! Phil! Mensch, Phil! Mensch, Micha! Ja, was war denn dein Lieblingsspiel von der Gamescom? Metal Gear Solid 3D auf dem 3DS. Man glaubt es kaum, er hat zwar schlechte Kritiken überall gekriegt, aber ja, mir hat es gefallen. Der 3D-Effekt war gut, hat mich überzeugt. War zwar an manchen Stellen ein bisschen schwammig, aber das bin ich mittlerweile bei 3DS-Titeln gewohnt. Ja, das ist ja überall so bei 3DS. Ne? Und große Kritikpunkt war die Steuerung. Ja, man muss da drücken, hat nur einen Controller-Stick und so weiter. Aber dadurch, dass ich Peace Walker gespielt habe auf der PSP, bin eigentlich die Steuerung gewohnt, ist 1:1 das Gleiche. Ja. Also da hat man auch nur einen Stick gehabt. Muss die Kamera dann jedes Mal justieren mit den ABC-Knöpfen. Was darf ich mir denn darunter vorstellen? Ist das irgendwie einfach nur Gear transportiert auf den 3DS oder ist das ein völlig neues Spiel? Nee, im Prinzip ist es eigentlich nur Metal Gear 3, Snake Eater, transportiert auf den DS. Also ultraskaliert, wenn man so will. Ja, wahrscheinlich. Ja, wobei es sieht besser aus als manche PS2-Titel zumindest. Ah, okay. Also auf dem kleinen Screen kommt die fehlende Auflösung jetzt ist mal nicht so zur Geld auf dem großen Bildschirm. Ah ja, okay. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, wie der Vergleich dazu ist, wenn jetzt nachher auf der PS3 dann Metal Gear Solid 3 rauskommt demnächst, aber... Ja, die HD-Auflagen. Ja, genau. Aber in der kleinen Variante macht das schon mal Spaß und man hat wenigstens dann auch mobil unterwegs. Ja gut, also wenn du deinen Suchteffekt dich fragt, dann kannst du auch unterwegs in 3D zocken. Ja, und so unten, wo dann fürs Menü, für die Karte und so weiter verwendet, sodass dann eigentlich so der 3D-Screen sozusagen doch relativ leer war. Also man ist dann nicht mit irgendwelchen Menüs überfrachtet. Das macht das Ganze bestimmt ein bisschen cinematischer irgendwie, ne? Auf alle Fälle. Und ich kann mir gut vorstellen, hat man ja schon bei der GameCube-Variante gesehen von Metal Gear Solid 1, dass sie sich da wirklich auch Mühe geben, bei dem Remake die technischen Fähigkeiten auszukosten. Und ich kann mir vorstellen, dass da der 3D-Effekt vielleicht doch für die ein oder andere Szene dann genutzt werden könnte. Mhm. Und schon jetzt da nur, wo man durch das Laub und durch den Sumpf gebrochen ist, das kommt mit 3D schon mal gar nicht schlecht. Das ist ja cool. Ja, bist du denn ein riesen Metal Gear-Fan? Oder? Mehr weniger. Also ich habe angefangen Metal Gear relativ spät mit Metal Gear 4, dann Peace Walker. Jetzt fange ich langsam an Metal Gear 1 nachzuholen auf der PSP. Aber halt hoffentlich auf Englisch, ne? Weil die deutsche Synchro ist grauenhaft. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Das war relativ schwierig, dann mir erstmal einen amerikanischen Account zu holen. Ja. Also da gibt es ja diese eine Adresse da irgendwo in New York, das was irgendwie Pizza-Lieferant ist, wo irgendwie 80% aller deutschen User verwenden. Die wundern sich dann mal irgendwann, wenn da Rechnungen hingeschickt werden. Aber da habe ich mir dann auch die englische geholt. Und jetzt freue ich mich natürlich dann auch trotzdem auf die HD-Auflagen von Metal Gear Solid 2 und 3. Gute Gelegenheit, vor allen Dingen auch die Sachen mal nachzuholen. Genau, und dann auch wirklich so die ganze Sache komplett zu haben, bevor es dann nachher mit Rising weitergeht irgendwann. Ja, hast du dir das auch angeguckt, Rising? Oder? Ich habe es gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. So, also das wurde gar nicht ausgestellt, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, also ich denke mal auch, dass so wie das damals vor 2 Jahren irgendwie war, oder ich glaube 2 Jahren, das erste Mal auf der E3 war. Ja. Wo man so richtig schön alles zerhäckseln konnte. Ich glaube, das wird nicht so in Deutschland rauskommen. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn das Hauptfeature weg ist. Das war ja dieses Cut at Will, ne? Damit haben sie geworben. Ja. Also, dass du da schneiden konntest, wenn du wolltest. Und das galt nicht nur für Gegenstände, sondern es galt wobei, auch für... meine Theorie ist ja, dass das Fruit Ninja, dass das jetzt
so das, die deutsche Version von Rising ist, also dass man im Prinzip wirklich nur Wassermelonen nachher gleich wechseln kann in der deutschen Version. Ja, interessant. Auf jeden Fall, du sagst Metal Gear, eins der besten 3DS-Spiele. Auf alle Fälle, und das ist auch so einer der Titel, wo ich mich freuen kann. Ja. Ich habe gehört, der Resident Evil Teil soll auch sehr gut sein. Ich habe ihn jetzt leider selbst nicht gespielt. Relevations meinst du? Ja, genau. Ja. Und dass da auch der 3D-Effekt wirklich kommt und es wirklich so ein Back to the Roots sein soll. Und das ist, glaube ich, der andere große Titel, der mal von Drittherstellern für den 3DS interessant wird. Ja, ich bin mit den 3DS nicht so richtig warm geworden bisher, muss ich sagen. Ich habe mir den geholt und da jetzt nur so wenige Titel, die jetzt günstiger waren, Rebels 3D und so. 3D-Effekt ist da, aber ich kriege sofort Kopfschmerzen, wenn ich das benutze. Und deswegen eigentlich nicht so viel mit 3D, aber Resident Evil würde mich jetzt mal reizen. Und ja, und wenn du sagst, mit dir... Also, soweit ich das jetzt gesehen habe, natürlich die Demo ist das nicht ja extrem lang, aber... Ich kann mir schön, vor allem die Cutscenes dann nachher in 3D, ja, die werden vielleicht, hoffe ich, ein bisschen noch umarbeiten, sodass da halt wirklich auch der 3D-Effekt... Ich meine, Snake Eater spielt ja auch im Dschungel irgendwie. Ja, eben, und da ist natürlich auch dann, da sind dann Gräser und so weiter, mhm, und cool, fliegt dann auch so ein bisschen was durch die Gegend. Schön, ja. Und also das, was man damals eben von Trailer gesehen hat, kann ich sagen, sieht toll aus. Also der Teil wird dann doch gekauft, wenn er rauskommt. Wir haben uns ja, wollten uns eigentlich auf der Gamescom treffen und haben uns vor lauter Terminen irgendwie so verplant, dass wir irgendwie aneinander vorbeigerutscht sind und so. Ich habe diesmal mehr Termine gemacht als letztes Jahr, mhm, wo ich gar keinen gemacht habe, deswegen also, bisschen mehr waren es schon. Ich habe den Terminkalender relativ voll geknallt. Ich habe auch einen Termin bei Nintendo gehabt und so mir das 3DS-Lineup für Weihnachten angeschaut. Das ist natürlich eine heiße Nummer, weil es natürlich diesen ganzen mobilen Markt so ein bisschen durcheinander rüttelt. Und der war, glaube ich, auch dieses Jahr so eins der spannendsten Dinge. Also ich meine, Sony hat ihren Kandidaten vorgestellt. Nintendo musste jetzt irgendwie gerade so eine Preisklatsche in Kauf nehmen. Das ist relativ ungewöhnlich. Also ich konnte mich nicht erinnern, dass sie das zu N64-Zeiten haben wir schon einmal gehabt. Ja, das stimmt, ja. Eine Kraft, die unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Also da mussten sie nach 8 Wochen oder so den Preis kurz senken. Von der Nebenmaschine. Aber 3DS war echt bitter und böse, so ein bisschen. Also das war, glaube ich, ungewohnt. Und jetzt ist sozusagen die Ausgangssituation, dass sie mit einem günstigeren Gerät und einem besseren Line-Up ins Weihnachtsgeschäft starten. Also die haben sich ja das so vorgestellt, so wir machen eine ganz lange Startphase, also 4 Monate. Mhm. Klang gut, ist dann leider nicht so aufgegangen. Also ja, viele haben dann irgendwie 1-2 Titel gekauft und Zelda war natürlich irgendwie dabei, kam auch später und waren dann unzufrieden, weil halt irgendwie kein Nachschub. Und Nintendo hat schon seit Jahren das Problem, dass halt irgendwie Ubisoft, EA und Co. ja, mal so einen Titel bringen, aber dann auch nicht irgendwie mehr oder dann auch nicht qualitativ hochwertig. Deswegen, die haben die guten Spiele sind halt direkt von Nintendo selbst. Ja, das stimmt. Und du hast ja bestimmt einen 3DS, oder? Mhm, klar. Ja, weil ich habe mir jetzt einen mit dem neuen, mit dem Preisschluss habe ich mir auch einen neuen geholt, weil 250 fand ich schon herber. Und kommst du denn mit dem 3D-Effekt klar? Weil das erste, was ich hatte, ich habe es aufgemacht und direkt gezockt. Aber ich war erstmal Kopfschmerzen und musste nach 10 Minuten aufhören. Kommst du damit klar? Echt? Doch, ja, doch. Also da habe ich weniger Probleme. Aber ich weiß nicht, ob das Alter macht, aber ich bin auch nicht mehr in diesen 3-4 Stunden. Das ist schon zu hardcore für mich. Ich meine, okay. Nicht, dass die Batterie so lange durchhalten würde beim 3DS. Ja, aber für diese kurzen Spielausflüge ist das ganz lustig. Man muss schon nachjustieren. Und, ja, und dann je nach Spiel und Person finde ich das auch unterschiedlich, wie der 3D-Effekt wirkt und man kann nicht sagen, es gibt so die optimale Einstellung, aber prinzipiell ist das ganz nett. Ich meine, ganz klar, bei Pilotwings zum Beispiel macht dieser 3D-Effekt total viel Sinn. Das stimmt, ja. Da macht es viel mehr Spaß mit dem Effekt und bei anderen Spielen ist das eher, da kann man auch drauf verzichten. Also Kid Icarus war zum Beispiel so ein Kandidat. Sorry to keep you waiting! Freut mich sehr drauf, ich mag den Brand. Aber der 3D-Effekt, wenn es nicht um diese Flugszenen geht, wo er irgendwie
Himmelsstürmer und wild um sich ballert, dann kann man den auch so ein bisschen ausschalten und es macht keinen großen Unterschied. Ja, aber jetzt erklär mal kurz, ich habe bisher, also Kid Icarus bin ich zwar auch gespannt drauf, aber ich habe selber nicht gespielt. Also es besteht aus so Star Fox-mäßigen Flugsequenzen und die andere Hälfte ist so ein God of War-mäßiger Brawler, oder? Genau, du bist so am Boden und hast auch so diese Hinter-Schulter-Kamera und siehst den Charakter und der kann sich dann auch auf diesem 3D-Feld bewegen. Diese Flugsequenzen machen Sinn, wenn es so ein bisschen dreidimensionaler wird. Eigentlich auch cool von Nintendo, so ein ganz altes, ist ja noch ein NES, glaube ich, ne? Ja, genau. Da ist noch so eine ganz alte Figur, wo bestimmt die Nintendo-Fans lange drauf gewartet haben, dass sie wiederkommt. Das haben sie ja drauf, das muss man ja sagen, oder? Also das haben sie drauf, so alte Charaktere wiederbringen und immer wieder neu verwerten, recyceln. Genau. Ich glaube, dass dieses Prügelspiel auch schuld daran ist. Super Smash Bros. Smash Bros., genau. Ja. Da kommen ja ganz viele Figuren vor, die du schon lange vergessen hast. Sogar die irgendwelche Bergsteiger, die Nintendo in einem frühen... Die Eisklammers, ja. Die Eisklammers, genau. Die sind groß auf dem NES. Ja, genau. Und die tauchen dann plötzlich auf. Und natürlich die Fans, wollt ihr da nicht gleich ein ganzes Spiel ausmachen und so? Und das ist schon ganz cool. Und ich glaube, dass der Look der neuen Samus Aran da auch irgendwie so herkommt. So eine ungewöhnlich sexy Figur für Nintendo-Fans. Verhältnisse jedenfalls, die dann plötzlich im Prügelspiel auftaucht. Das fand ich dann interessant. Das hat dann ja Team Ninja so ein bisschen übernommen. Ja, aber zurück zu 3DS. Also, Kid Icarus, sagst du, was gab es denn sonst noch als Line-Up? Mario Kart ist halt ewig gut. Man kann halt wenig falsch machen, aber dieses 3D ist schon ganz nett. Also, wie gesagt, ich bin immer noch ein Fan von diesem ganzen 3D-Zeug und Mario Kart in dem Stil macht Laune. Also, es gibt irgendwie so Gleiter, dann, wenn du fliegst, dann hast du auch so kleine Fluganlagen oder fährst unter Wasser und hat viel Spaß gemacht. Und in Mario Kart passt halt für mich neben einer klassischen Konsole und Fernseher auch total auf so mobile Geräte. Mhm. Also, weil das ist halt so, du fährst halt dann mal irgendwie einen Kurs zwischendurch. Ja. Und Mario Kart ist so, also ich kann man echt wenig mit falsch machen. Das stimmt allerdings. Das müssten sie schon stark verbocken. Und dann natürlich Super Mario Land, auch so ins 3D-Gewand gestoßen. Lustig, weil diese Dimension, sie spielen mit dieser Dimension. Genauso bei Luigi, ich hau jetzt alle Titel staccato raus, aber die Dimension macht da teilweise schon einen Unterschied. Teilweise, kannst du sie gar nicht wegschalten, also wenn du 3D wegschalten würdest, würde das Spiel beeinflusst werden. Mhm. Und Super Mario ist natürlich klasse und Luigi kommt auch noch vor Weihnachten, wenn ich mich nicht täusche. Star Fox habe ich noch gesehen, so als Flugspiel. Das geht so in diese Kid Icarus Richtung so ein bisschen. Achso, das ist auch wieder so on Rails und man fliegt da so quasi tunnelartig von hinten nach vorne. Du kannst schon frei fliegen, aber was ich meine, es geht so in diese Richtung, haben wir schon mal gesehen oder die Älteren unter uns haben das schon mal gesehen und dann lange Zeit gar nichts mehr und es kommt aber als Retro-Titel wieder zurück. Das ist cool. Hast du denn außer den Nintendo-Sachen vielleicht auch ein paar andere 3DS-Titel von Drittherstellern gesehen, so Resident Evil zum Beispiel oder so? Wünschst du mich kalt, weil... Geschichten angeht, was den Shop angeht und sie wissen, dass sie da hinterher sind. Also das ist noch relativ grauenhaft, was da angeboten wird. Und ich,
Also für Nintendo hoffe ich natürlich, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. Also dass sie da irgendwie die Klassiker raushauen, günstige Preise etc. Und da irgendwie so ein bisschen eine Gegenposition auch zum iPhone etc. aufzubauen. Aber ich sehe es noch nicht. Und deswegen, sie beschränken sich halt auf das klassische Line-Up und haben jetzt mit der PS Vita irgendwie einen Konkurrenten oder werden einen bekommen. Ja. Einen sehr teuren Konkurrenten. Der muss man auch mal sehen. Also nicht mal teuer von der Konsole her, das ist auch teuer, das ist ja wie das gleiche dann wie die PS3 jetzt neu runtergesetzt. Ja. Aber die Spielepreise, und da hat sich ein Sony ja noch gar nicht so ausgelassen, mit was die sozusagen zuschlagen, wird einer der spannenden Faktoren, was den Vergleich angeht. Und deswegen, bei Nintendo weiß man das Preisgefälle und da weiß man auch, was jetzt so kommt bis Weihnachten. Und jetzt haben sie eine vergünstigte Hardware am Start. Mhm. Könnte schon noch mal was gehen. Also ich würde mich schon stark freuen. Aber es ist halt irgendwie komplett unabhängig von irgendwie den anderen mobilen Spieleplattformen wie iPhone und so weiter, weil sie sich nicht in diesem Low-Budget-Preissegment irgendwie tummeln. Ja, sie können ja nicht wie bei iPad und iPhone oder halt auch bei Android-Spielen Spiele für 70 Cent irgendwie anbieten, für 79 Cent. Sie könnten schon. Ja, okay, aber sie werden es nicht tun. Also wenigstens, das sind ja oft dann nur so die alten Sachen, die dann konvertiert werden und die fangen bei 3 Euro an. Naja, aber der mobile Handheld-Markt ist noch überhaupt nicht tot und er wird auch, glaube ich, nicht vom iPhone so. Also er ist halt schon teilweise übernommen in wesentlichen Bereichen, aber die Messe, und das ist eigentlich eine der schönen Erkenntnisse, ich weiß nicht, ob die Messe zu altmodisch ist oder so, also, es gibt immer so, hier ist irgendwie auch noch das iPhone-Spiel. So, schaut doch mal hier ins Rampenlicht, da stehen irgendwie die Spiele, die wir auf den Fernseher bringen und die Handhelds. So. Genau. Obwohl es total uneinhergeht mit Umsätzen etc. Ich glaube schon, dass so ein Ubisoft oder wer hat jetzt viel für iPhone gemacht? EA zum Beispiel. Ja? Ja. EA hat viel für iPhone gemacht und zwar so ein ganz kleiner Raum, mehr oder weniger in der Ecke von dem Pressestand, wo dann auch die neuen Battlefield, iPhone, iPads, Titel gezeigt wurden. Das Große waren halt irgendwie Sims und Konsorten, die dann zu uns nicht gerückt wurden. Also teilweise ist es lustig, weil ich glaube schon, die machen mit dem iPhone-Geschäft einen erheblichen Umsatz. Den das klassische Konsolengeschäft erstmal reinholen muss. Ja, es ist zumindest nicht so ein Flop wie der, wie heißt der, Virtual Boy. den kann auch keiner erwähnen. Ja, der wird noch schnell in den Giftschrank gestellt, irgendwie die paar Exemplare, die sie gemacht haben und so. Richtig. Für mich ist sowas, wo ich mich ganz stark drauf freue, ist Guild Wars 2. Ah. Ich glaube, der Vorgänger von dem Spiel, ich glaube, kein anderes Spiel so häufig gespielt wie Guild Wars. Mhm. Ich habe da monatelang dran gesessen und ich habe da auch vor Jahren schon mal ein Interview gemacht mit dem Jeff Strain, mit dem damaligen Chefentwickler, und der hat mir da schon den Mund wässrig gemacht und das hat ja dann noch ewig gedauert. Und jetzt, was ich dann gesehen habe, ist, dass sie was Neues probieren wollen. So Online-Rollenspiele funktionieren ja immer im gleichen Prinzip. Du hast einen Tank, du hast einen Healer, Damage-Dealer. Die wollen das halt aufbrechen, die wollen was ganz anderes machen, die wollen dieses Trinity-Build, wie es halt so heißt, wollen sie was ganz anderes machen. Ist halt die Frage, ob es am Ende doch nur eher so ein Counter-Strike im Fantasy-Universum wird oder ob es immer noch ein Rollenspiel, immer noch ein MMO ist. Der erste Teil war ja, wenn man ehrlich ist, kein richtiges MMO. Es war ja im Grunde genommen ein Koop-Action-Adventure, weil es gab ja immer nur diese Städte, wo man sich getroffen hat, mit anderen Spielern interagiert hat und dann ist man ja in die Instanz gegangen und hat die Missionen ausgeführt, und das soll ja jetzt komplett wegfallen. Das soll ja wirklich eine offene Welt sein. Ja. Man soll durch die Lande reisen können und trifft dort andere Spieler, kann mit denen kämpfen, geht dann in Instanzen, es wird dann einen eigenen Story-Mode geben. Das klingt alles toll. Ja. Leider habe ich halt schon viel zu häufig erlebt, dass die Versprechungen dann nicht eingehalten wurden. Warcraft ist ja halt so lange am Leben erhalten worden, weil Blizzard sich immer wieder was Neues ausgedacht hat. Ne? Dass dann irgendwann so ein
Metroiden-Einschlag kommt und die Welt verändert sich und so. So das, was du bisher so an Eindrücken hast, glaubst du, so dynamisch kann die Welt von Guild Wars 2 auch sein? Ja, das wird halt davon abhängen, wie es wirklich, wie auch das jetzt erstmal gekauft wird und wie der Erfolg. Es gibt ja nur eine Handvoll MMOs, die wirklich auf lange Zeit erfolgreich sind. Ja. Das, und dazu gehört halt neben World of Warcraft auch Guild Wars. Wir haben, glaube ich, 6 Millionen registrierte User gehabt in der Peak, also in der Hochzeit. Und die haben auch immer diese neuen Content geliefert, diese Add-ons, die da rauskamen. Das waren ja weit mehr als nur ein simples Add-on, das hat das Spiel ja erweitert. Bei Guild Wars, die erste Erweiterung, die hat ja um das die Gildenkämpfe erweitert. Mhm. Dann kam mit der nächsten Erweiterung, kamen dann neue Gebiete dazu und so weiter und so fort. Ja. Und da würde mich halt auch mal interessieren, wie soll das aussehen? Kann man das alles so durch diesen einen, durch diesen einmaligen Verkauf erzielen oder kommt dann doch irgendwo die Micropayment-Keule? Online-RPG ist ja totales Haifischbecken. Wie viele versuchen es und wie viele scheitern dann auch total schnell. Und nur weil ein Spiel in einem Land erfolgreich ist, es gibt ja auch ganz viele aus Korea, heißt es ja noch lange nicht, dass die Sachen dann auch in Europa erfolgreich sind. Ion ist ein ganz... Oder Lineage. Oder Lineage, keine Ahnung. Ja. Das ist ja so, das hat Millionen User in Asien, aber in Europa ist es ziemlich schnell eingefroren. Ich meine, es liegt darum vielleicht ein bisschen an den technischen Voraussetzungen. Ion zum Beispiel war ein Problem, da gab es ja diese großen Festungskämpfe. Mhm. Die waren, ich habe die gespielt, da geht man mal rein, dann guckt man, wie dann das Bild sich so langsam bewegt. Man muss erstmal die ganze Grafik ausschalten, damit es halbwegs schlüssig ist. Und der Grund, wurde mir gesagt, ist der, dass man in Asien standardmäßig 20 GB leiten kann. Brian ist ja für mich gar nichts irgendwie. Das war das Schöne an Guild Wars. Ja, das gab es eben nicht. Ne? Ja, Guild Wars, ich denke immer noch an das Tutorial von Guild Wars. Ja. Ich kenne Leute, die haben das bis Level 20 gespielt. Also normalerweise spielt man das bis Level 5 oder bis Level 6. Aber das war so groß, manche haben auch gar nicht kapiert, dass das Spiel danach noch weitergeht. Ach so. Wir haben gedacht, wir sind nur hier in diesem Tutorial und so. Und das waren halt tolle Momente, an die ich gerne zurückdenke. Und ich bin mal gespannt, was Guild Wars 2 macht. Die machen das seit Jahren. Der Jeff Strain, der hat mal gesagt, nehmen Sie sich 4 bis 5 Jahre Zeit, 100 Leute mindestens und gut 30 bis 40 Millionen Dollar. Ja. Dann können Sie erst mitreden mit Online-Rollenspielen. Das ist ja krass. Darunter sollen Sie nichts anfangen. Ist das denn abschließend eine Frage auch so vom Stil her wie Guild Wars 1? Man ist stärker in der Action. Man kann Dauerfeuer und also das ist schwierig jetzt so im Einzelnen zu erklären, weil es ja erstens kann ja auch immer sich noch was ändern. Es kommt auch darauf an, wie das Balancing ist. Was halt diesmal nicht sein soll, laut Entwickler, ist, dass diese Fertigkeiten so ein bisschen ausufern. Ich glaube, bei Guild Wars 1 konnte man Fertigkeiten noch und noch einbauen. Da konnte man, was weiß ich, hat man den Schuss gehabt, dann hat man das gehabt und das gehabt. Das hat minimale Auswirkungen gehabt auf das Spiel. Ja. Und das soll jetzt nicht mehr sein. Okay. Da hat man bei Guild Wars gemerkt, langsam ist das Spiel an der Grenze. Okay. Also viel weiter kann man es nicht mehr treiben. Man muss jetzt was Neues anfangen. Ich denke auch, dass Guild Wars 2 auch eher nicht so auf 10, 12 Jahre angelegt ist, sondern auch wieder so einen 5, 6 Jahresrhythmus hat und dann müssen wir was Neues machen. Schön. Ja, da bin ich mal gespannt. Game on the Gamescom so far? Actually, it's going to be a surprise, but I think Trine 2 really got my attention. I really love Trine 1. Okay. And especially like in co-op, because in co-op it's a totally different game.
because all of a sudden you need to have, because when you're playing single player, you can just switch to the best character for a specific area, and then you can switch again. Whereas when you play two players, you cannot have two times the same character. So you have, for example, like if you have the warrior and a magician can jump here and there using his platform, then the magician has to lift the platform for the warrior, and the warrior has to pass. So there's like this co-op, it's like a real-time Lost Viking, but with amazing graphics, and I really love like the atmosphere and the graphics in the first Trine, and Trine 2 is even better, and this time it's coming out for Xbox, whereas the first one was only PS3 and Steam. So I'm definitely looking forward to Trine 2. As for like the big AAA titles, I gotta say, like, well, I mean, I can't lie, I got a thing for Mass Effect. And I played Mass Effect 3, and I was impressed, not with the graphics or whatever, because that was Mass Effect, you know, like, I mean, you cannot really improve, like, a game that was already, like, really looking good. One of the best looking games on Xbox. So, but, so far, like, to see what they added as strategy-wise in combat, you know, like, in the demo, you could play as soldier or as, like, other class, and I took, like, the sabotage class or something like that. Or the Sentry class, but I wanted to have like cool gadgets, not just like play a shooter, and it delivers. Really, it's really exciting, very strategic. So they even refined the combat, and actually, you could I could get a side of the Christmas tree, the skill the skill tree. It would be nice if it would be decorated as a Christmas tree. No, it's not tree, a Christmas tree. That doesn't sound like a sci-fi game. No, no. But the skill tree, actually, it was very refined as well, so you can really fine-tune your character, so I'm definitely looking forward to Mass Effect 3. I think this is going to be a good contender for Game of the Year. Mass Effect, it's coming out next year, not this year. Oh, yeah. Ah, oh, shit, then they postponed it. Yeah, but there's so much to play this year, I don't think we'll be bored. Yeah, no, 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 I won't be bored, because I played lots of good games, like Dragon's Dogma, if I should just name, like, games on top of my head. By the way, I played Rage, and Rage sucks. It sucks. It's boring. Really? Yeah, oh, especially on consoles, it's not even good looking. It runs at 60 frames per second, all right, but it looks like it's running on a netbook. Big disappointment, really. Well, that covers my second question. What is your biggest disappointment on this fair? Rage. Rage looks like a poor man's Borderland with no skill, like with no RPG element to it, just like the free roaming element to it. So, do you guys remember like how good looking was Far Cry 2, but very boring at the same time? Well, this looks exactly like that. It's, but it's not even good looking. What are your next appointments on the fair? So today I'm checking out The Witcher 2 on Xbox and Witcher 2.0 for PC. Which is adding, I think, an arena mode and not an insane mode, but a dark mode with new items. And it's just as difficult as insane, but with even newer items. I'm checking Torchlight 2 as well, which I'm a lot more excited to play than Diablo 3. Oh yeah, me too. Actually, exactly right. Because Torchlight 1 was a very neat game, and I could play for hours without even noticing it. Yeah, yeah. And I don't even like hack and slash game, but I got into Torchlight 1, and Torchlight 2 has multiplayer. It's going to be a great title, very exciting. I can play it on my netbook. It's going to be fun. I have something for Nintendo, the Kirby Wii, which to me was the biggest biggest Nintendo game that I was waiting for personally, because this new Kirby Wii game plays like the Kirby Crystal Shard for the N64, for example. So it's the old school Kirby where you grab power-ups, etc. You can play co-op. I really loved Epic Yarn. I loved it. Yeah, it was a little easy, but it was a very fun game. Yeah, exactly. It's a little bit problematic this year, I think, because a lot of titles have already been shown on E3. And then there's the Tokyo Game Show upcoming, I think. Exactly, yeah. As a press event, really, Gamescom, you go to play some of the games you haven't seen, you couldn't play at E3 because, for example, I was not at E3. Yeah, it's a little fun. there's a couple of games that have been improved since E3 or that are playable for the first time. For example, like I had never played or even seen gameplay footage of Serious Sam 3, and I played it on the show today. It's great. So, so you see, like, there still are some exclusives, and there's a lot of French developers that are German developers or European developers overall that are present on the show floor, and they're like, it's easier to approach them because, like, you know, they have their full team here, so they're more available. I got the French PR from Bethesda on the phone before the show, and he told me that Skyrim would be playable, and it's not. No, it's not.
which is sucks, but the presentation was impressive though. My one question is, do the faces look so plastic-like like on the screenshots? It's a lot more convincing than Oblivion, definitely. It's definitely an improvement. The engine is impressive, really. Like, the atmospherical, like, special effects, like wind and snowstorm and rain. Okay. And it's beautiful. The plastic face, I think, has more to do about, like, what kind of engine we're running with this current generation. Yeah. I think we'll have to wait. I remember, like, you know, when first PlayStation 2 games were presented, oh, people thought, oh, but everybody looks like, a Chinese porcelain figure, you know, like a doll. Yeah. Like, because everything was like so smooth and like perfect, cut out and perfectly polished. And so, like, this new generation is all about like putting like some depth, like as if we could scrap the surface of the textures. Yeah. Like with normal mapping and bump mapping, so that's what this generation is about. So we have like this kind of like, it doesn't seem like you're playing with live action footage, it seems like you're playing with action figures. It looks like it's really there and you could touch it if it was an action figure, which is the impression I have when I play, for example, like Gears of War. Mm-hmm. So just like that, because everything, you know, like has like a scrap surface, like, it's not all smooth. Yeah. So that's what this generation is about, like making you play with real action figures per se. So maybe next generation would be more photorealistic. It's funny that you mentioned PS2, because of course you don't read my Twitter feed, it's in German, but I always tell people, if you can't make your faces look better than Silent Hill 3 or 4 on the PS2, don't bother. Because if I put in Silent Hill 3 on my PC and the faces look awesome for PS2 game. Yeah, so some PS2 games actually looked a lot better because the later generation or very few titles on PS2 like had this render mode that would like render in smaller resolution than usually, but with better texture, better polygon count. Final Fantasy 12 or Valkyrie Profile Silmaria, like they're aliasing a lot, but they look great. Yeah. But you just wish there'd be an HD. And the best example, I think, is Shadow of the Colossus. Oh, yeah, yeah. Which is, like, very aliasing, very laggy. Choppy. Yeah. And... But it's so beautiful. But it's beautiful. Yeah. Thank you for the interview. It was my pleasure to be on Kollisionen und Fragen. Thanks for asking me to do the interview. I really enjoyed it. Arigatou gozaimashita! Minasan gokuro sama! Ohayo, konbanwa, wakarimashita! A Honda, Toyota, Yamaha! Handoru, Penji, Doraiba! Wadashi wa Buddha, Adama, Kawa! Ist jetzt die Frage oder fangen wir dann an? Bitte? Stellt ihr uns eine Frage oder sollen wir jetzt... Nein, fangt ruhig an. Müssen wir nicht noch klatschen? Einer muss sagen, einer klatscht. Genau, ja. Klatsch mal. Und dann? Da geht's voll los. Das ist die Klappe quasi. Da warte, ich hatte deine Hände nicht im Bett. So, geht's los. Clap on. So eine Menge geschrieben. Christian, der Entwickler von Tango, hatte hier Simon diese Klippe. Wir kamen ohne Termin, sind da reingelatscht. Hallo, ich möchte an dem, was ihr habt. Wir hatten Glück, wir hatten Zeit. Die haben irgendwie den irgendeinen Preis gewonnen oder so, habt ihr gesagt? Genau, irgendwie Deutschen Entwicklerpreis. IGF-Nominierung und noch irgendein. So, ein Indie-Pub. Genau. Ich weiß nicht, Indie-Pub ist irgendwie schon. Kanntet ihr das Spiel schon vorher oder habt ihr das dann von direkt gespielt? Jeremy kannte es vorher, glaube ich. Genau. Gesehen. Hast du es mal gesehen? Ja. Das ist irgendwie so, das ist das einzige Grundelemente, dass du hast einen Laser, womit du den Felsen durchschneiden kannst. Und der Felsen rutscht dann so seitlich. Und er rutscht dann so seitlich. Und es hat dann auch so richtige Comic. Okay.
sprach aufploppende Effekte. Und er hat so noch andere Sachen gezeigt. Und es sind Raketen an den Felsen, mit denen man wegbewegen. Oder es gibt ein Lasso, womit du Felsen ein bisschen positionieren kannst. Du manipulierst deine Umwelt einfach mit verschiedenen Werkzeugen. Worum ging es eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, wo der Manu gerade gefragt hat. Ach, es ging darum, Tiny and Big, die fahren durch die Wüste. Die haben Taxi. Und haben einen Unfall? Genau. Tiny und Big sind zwei Personen. Ja, genau. Und Big hat Tiny ein Erbstück geklaut, nämlich die Unterhose seines Großvaters. Und die rasen in eine Taxi durch die Wüste aus irgendeinem Grund und landen in diesem ersten Level, dieser Sandbox-Gegend. In so einem Krater, und da kannst du erstmal runterschaffen. Was ich ganz cool fand, die Spielmechanik wurde so in so einer Gameboy-Optik erklärt, weil Tiny Gameboy spielt beim Fahren, weil es so langweilig ist. Und Tiny ist Mechaniker, total begabter, und findet dann auch seine Sachen, die er gebaut hat, da rumliegen, hat ein Radio dabei, was ihm quasi Tipps gibt, ein bisschen quatscht. Dann hat er genau diesen Raketenwerfer und diesen Laser. Am Anfang geht es erstmal darum, einen Weg zu finden, überhaupt aus dem Krater rauszukommen. Und ich glaube, dann natürlich auch Big zu finden, weil der ist nämlich erstmal nicht da. Und dann kommst du, wir haben halt nur gesehen, genau, Weg aus dem Krater raus, und dann kommst du in irgendwie so ein Luftschloss einmal. Und da geht die Reise oder die Suche dann erstmal weiter. Und ja. Der Arzt da ist richtig, richtig toll. Ich bin da rein, ich wusste echt gar nichts darüber. Nicht mal den Namen vorher gehört. Ich bin raus mit solchen Herzen in den Augen und die ganze Postkarte vor mir hergetragen. Was ist die Postkarte echt da? Geil. Ja, das ist so handgezeichnet oder? Ja, zeig dir mal. Extra eingepackt. Ich habe die Hand gedrückt. Dann ist das Taxi drauf. Und so sieht auch das Spiel aus, oder? Genau, und die haben den Artstyle perfekt wirklich in ihre cool. Grafik übernommen. Das hast du ja echt selten, dass du irgendwie einen Artstyle hast, der auf der Postkarte ist, der letztendlich auch im Spiel ist. Diese Effekte, das ist irgendwie alles richtig geil. Diese typischen Comics. Genau. Ja. Aber ich habe den besten Karl eigentlich vergessen. Den besten Schieß Karl. Los. Wir haben den für dich aufgehoben. Ja, ja. Wow. Findest, bilden dann die Hintergrundmusik. Ja, ja. Okay. Und das größte Problem war dabei, wohl irgendwie GEMA-freie Musik zu finden. Genau. Aber das lösen die gerade und das ist irgendwie sehr spannend und cool. Das sind halt sehr coole Distributionswege für halt kleine Bands, ne, die halt kein Label oder so haben. Und beide haben Vorteile. Und umgedreht halt auch. Ne? Die Bands können dann halt damit Sinn im Spiel. Und die kriegen dann wiederum auch, also Tiny und Big und die Entwickler kriegen ja dadurch auch wieder eine Lobby. Schon sehr cool. Sehr indie-lastig, zwar im Moment auch von der Musik her, ein bisschen eintönig vielleicht. Also indie, indie, ja. Indie, 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 indie. Soll das Spiel kommen? 2012. Ursprünglich war es diesen Herbst geplant, aber 2012 erst. Ist das Geld ausgegangen? Wer weiß. Indie halt. Nicht genug Indie-Bands gefunden. Geh mal freie. Na, die sind noch am Polieren. Das sah schon sehr gut aus, aber ja. Die sagten, sie sind immer noch dran. Die ersten Levels waren so bei 80%. Diese IGF, das ist auch das, was Limbo gewonnen hat. Also. Richtig, das ist der Independent Games Festival. Also von daher haben sie ja Chancen, dann vielleicht irgendwie so in Summer of Arcade oder so reinzurutschen. Hat ja bei Limbo auch super geklappt. Ja, hatten die nicht Termine mit Steam? Hat er das nicht erzählt? Ja, er hat Steam erzählt. Wir haben ihn gefragt, wie es eigentlich aussieht, ob man als Indie nicht einfach Steam die Jungs anschreiben kann. Und sagen, wir haben ein Spiel, wir möchten gerne über euch. Und der hat uns so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich läuft bei denen. Dass nämlich tatsächlich ein Konsortium sitzt, das sich dein Spiel anguckt und dich dann auch gegebenenfalls erst kontaktiert, wenn es denn mögen. Also du kommst nicht auf Steam rein, wenn du einfach Bock hast auf Steam. Also es wird gar nicht so leicht, wie man denkt. Wir haben sich ein bisschen beschwert, dass du so viele Wege zu gehen hast. Wir haben quasi jetzt erst mit einem geredet, der musste dann aber erst nochmal mit einem danach Geschalteten reden, der das dann wiederum erst ins Premium weitergibt. Und die Auswahl sind auch, glaube ich, irgendwie 20, 30 Spiele. Genau, das ist noch nicht mehr viel. Davon bleiben dann irgendwie ein oder zwei übrig im Ende. Super. Und bei den Steam-Sales, wo du dann landest, bleibt eh nicht mehr viel übrig. Wahrscheinlich. Nee, aber ich denke, also gerade sowas wie Summer of Arcade oder sowas, die stehen ja auch so eigene Artstyles. Oder Sony hat doch jetzt auch diese Play-Geschichte, den Summer of Arcade kopiert. Da haben sie ja auch immer, die suchen ja immer Exklusivtitel von daher. Kann es auch. Ich weiß nicht, wie viel davon schon angekommen ist, aber es gibt ja jetzt diese quasi deutsche Steam-Indie-Kopie, Little Indie. Von der Software auch. Bisher ist ja nicht viel zu sehen. Nee, die hatten auch Probleme, die hatten einen Serverzusammenbruch noch. Das ist noch ein bisschen buggy alles. Aber ich hoffe, dass es läuft. Die haben bisher auch erst drei Spiele bis ich gewonnen. Bei Publisher, aber ich glaube, das wächst. Das könnte man uns gut werden. Für die deutschen Indies. Aber es ist ganz unterstützend.
Tiny and Big. Tiny and Big. Hooray for Tiny and Big. Das Highlight der Messe war ja Deus Ex. Also da habe ich mich ja die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ich war stellenweise total gehypt, auch durch die ganzen Videos, die waren ja super am Anfang. Die ganze Story, der ganze Artstyle ist sowieso super, das liegt aber auch daran, so Ghost in the Shell Fanboy, dann springst du da auch sowieso an. Dachte ich auch so ein bisschen, okay, die sind jetzt schon ein bisschen lange im Entwickeln, die Grafik wird jetzt schon wieder altbacken. Ja. Das bricht total, einfach durch diese ganze Stimmung, die auch mit diesem Orange gegeben wird. Das ganze Spiel ist ja orange. Das bricht unglaublich wieder raus, das ist echt gut damit. Das Einzige, was mich richtig gestört hat, waren die Lippen. Also die Nicht-Synchronität der Lippen. Also die reden dann und du hörst die deutschen Synchronstimmen, die ja von den Stimmen eigentlich ganz gut passen, aber die Lippen bewegen sich nicht während der Text. Megan, unser Flug nach DC geht in Adam, Sie sind auch da, gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erstmal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Ich weiß nicht, ob es beim Englischen auch so ist. Nee, Englisch passt nicht. Das passt super. Besonders ärgerlich ist ja, dass die englischen Stimmen nicht drauf sind. Auf der deutschen würde ich sagen. Das mit den Lippen ist irgendwie schade, weil das haben ja 2003 schon Half-Life 2 besser werden. Ich meine, die Stimmen passen echt gut. Cool. Was hast du schon gesehen? Ich fand die Stimme von Hauptdarsteller, Adam Johnson, echt gut. Eben, aber echt richtig gut. Auch wenn dann die Lippen nicht passen, dann stört es extrem. Das sind ja mehrere Sprachen direkt auf der Disc drauf. Ne? Ja. Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch. Blu-ray ist es dann oft mit drauf, aber da jetzt auch nicht. Die haben halt einfach eine britische Version und dann eine westliche Europa-Version. Ja, dann eine Europa-Version abstellen und ja, genau. Ab zu Amazon UK. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Ja, wir haben dann so eine Demo angeschaut. Er hat dann erst versucht, so als Rambo durchzugehen. Also sehr, sehr frontal und immer durch alle Sperrzonen durch und Alarm auszulösen und war ziemlich schnell platt. Schwer, ja. Um einfach so zu zeigen, das ist der allerschwerste Modus. Du kommst da eigentlich nicht durch, außer du... Dann soll ich das auch mal überdenken. Das ist ähnlich wie in Metal Gear Solid. Ja. Zwar so durchspielen konnte, aber es war sehr okay. Dann hat er ganz anders gespielt und hat dann seine Hack-Skills eingesetzt. Und hat das dann wäre übrigens super, das ganze Hacken. Das ist ja, wenn man sich an Bioshock erinnert, wo das so fuck ätzend war und du das eigentlich irgendwann immer noch freigekauft hast. Das war eigentlich nur bei Main. Ja, weil du keinen Bock mehr hattest. Das Hacken finde ich richtig gut gelungen bei Deus Ex, weil es gibt einen richtigen Mehrwert noch. Du kannst Sachen finden im Hacken. Und die Musik sieht cool aus. Der Sound ist sowieso super, der ist Hammer, ja. Der ist wahnsinnig. Super, also ich freue mich schon sehr drauf. Dave! Deus Ex ist endlich raus. Deus Ex ist auch schon durchgespielt. Du hast es schon durchgespielt? Ja, ich habe schon komplett durchgespielt. Ich bin jetzt gerade in Pangea angekommen. Das wird wohl, denke ich mal, so das letzte Kapitel sein. Ich habe jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Nächte durchgespielt. Es ist bisher, ich weiß nicht, wie oft ich es ja schon gesagt habe, aber es ist das Spiel 2011 für mich. Ich finde, es ist auch ein sehr, sehr starker Titel. Also ich habe mir weniger versprochen. Ich dachte, es wird halt so ein bisschen Franchise ausschlachten. Wie man das halt so kennt, ne? Es kommt ein neues UFO als First-Person-Shooter, es kommt ein neues Syndicate als First-Person-Shooter und bei dem dachte ich halt auch irgendwie, ja alles klar, das wird halt actionreicher, das was man in den Trailern gesehen hat und es weicht so ein bisschen von dem ursprünglichen Kurs halt ab. I'm here. Good, but you'll have to work fast. Jensen, you might want to think about leaving soon.
I'm almost through. They're about to get you. Get to the hangar bay. Fast. Access granted. Und manchmal tut es das auch. Spielt auf die Bosskämpfer an. Ich spiele unter anderem auch auf die Bosskämpfer an, ja. Aber es steckt auch nicht ganz so viel Seele drin, wie ich mir das gewünscht hätte. Was ich eher blöde finde, ist, dass du, wenn du zum Beispiel PDAs und E-Mails liest, die Leute in dieser Welt wohl nichts Besseres zu tun haben, als ihre Passwörter zu verschicken. Vor allem noch mit dem Hinweis, hier ist dein neues Passwort, bitte nicht irgendwo zwischenspeichern. Ja, genau. Du hättest ja auch vielleicht mal jemanden irgendwie umhauen können oder jetzt verrat mir mal dein Passwort und ich lasse dich vielleicht am Leben. Ja. Vielleicht nochmal eine Alternative gewesen. Da ist mir das Spiel einfach ein bisschen zu fad. Das, da haben sie sich zu einfach gemacht. Genau dasselbe ist mir halt auch aufgefallen, als ich mir einen Trailer zu dieser HD aufpolierten Version von dem alten Teil angeguckt habe. Da ist mir aufgefallen, oh, das war ja damals schon, daran konnte ich mich gar nicht erinnern. Also es gab halt spezielle Sachen, an die konnte ich mich nicht erinnern und da fiel mir dann halt auf, alles klar, es ist wirklich noch ein DSX. Auf welcher Plattform hast du es gespielt? Ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Ich habe es ein bisschen bereut, weil mein PC, also meine Grafikkarte ist ein bisschen zu lahm dafür, ja. Aber halt, es ist halt, ich ziele gerne und ich kann das einfach nicht mit dem Joypad. Eine kleine Randnotiz, aber ich finde es sehr gut, dass es mittlerweile auch mal ein Hersteller gemacht hat, dass du auswählen kannst, auf welchem Monitor du das Spiel ausgibst. Hm? Normalerweise muss ich halt, wenn ich ein Spiel starte und das auf dem Fernseher spielen möchte, vom PC aus, muss ich halt immer kompliziert umbauen, dann ist mein Desktop wieder im Arsch. Und gut, das sind Komfortfunktionen, die mir gefallen. Das Spiel hat mir dadurch auch vielleicht ein bisschen imponiert. Genauso wie sich damals die Leute in zwei Lager gespalten haben, ist das halt heute auch. Ne? Viele Leute sagen, dass DSX ein total altbackenes, also das neue total altbackenes Spiel ist und dass es denen halt überhaupt nicht gefallen hat und Story total aufgesetzt, ist gar nicht übergesprungen. Der eine Sequenz, da geht es um Aufstände, ich möchte nicht spoilern, aber du bekommst halt von dem Aufstand gar nichts mit. Du bekommst halt nur mit, alles klar, da ist ein bisschen Polizeiaufgebot und da brennen ein paar Autos und da siehst du ein bisschen Qualm. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn man sich dann auch sozusagen durch den Aufstand zurück zum Firmengebäude hätte kloppen müssen. Ja, noch nicht mal kloppen, du hättest ja einfach ein bisschen was davon mitkriegen können. Weißt du, du gehst durch die Kanalisation und siehst an manchen Ecken und Enden, dass da irgendwie was Großes gerade passiert, dass da Leute langlaufen. Natürlich muss man nicht immer alles sehen, das ist ganz klar, aber ich hätte mir mehr Intensität gewünscht in diesen Sequenzen. Also es war auf jeden Fall ein Riesentitel für mich. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es schaffen würden, dann noch einen Teil zu machen. Ernsthafter Konkurrent in deiner Spiel des Jahresliste oder eher unter ferner Liefen? Ein Spiel des Jahres, das ist ein bisschen komisch, im September darüber nachzudenken, beziehungsweise jetzt ist ja bald Oktober. Und die Weihnachtssachen stehen schon alle in den Geschäften. Mein Weihnachtskandidat ist auf jeden Fall Uncharted, deswegen. Yeah, what up, y'all? You already know who it is, Mr. GOTY himself in the building. Yeah, I'm in this motherfucker. Yeah, and I'm coming with a motherfucking vengeance, baby. Yeah, I'ma kill 'em all, I'ma kill 'em all, I'ma kill 'em all, I'ma kill 'em all, kill 'em all off, man. I'ma kill 'em all, I'ma kill 'em all, I'ma kill 'em all, kill 'em all, kill 'em all on Christmas. Game of the year. I remember when they wasn't fucking with me. Back when Uncharted 1 was out. They said it took too many hits to kill people. Game of the year. They didn't want me. Yeah, if they shoot in it. But now I'm back in this bitch. I'ma kill 'em all. I got that game of the year, motherfuckers. I got that game of the year, motherfuckers. Yeah, it feels so fucking good to be me. Merry Christmas, motherfuckers. Yeah. Was, du kennst nicht die PlayStation Vita? Nein. Pass auf, das ist die neue PSP. Du musst dir das so vorstellen, ich weiß nicht, ihr beiden habt das schon gesehen, oder? Genau. Bei der PSP läuft es so ab, das hat diesmal zwei Touchflächen. Einmal oben, einmal unten. Hinten
kannst du halt auch nochmal Touch, zum Beispiel, du hast jetzt sozusagen, wenn du zwei Ebenen hast, kannst du hinten was bewegen oder vorne was bewegen, größer, kleiner und hinten dann Punkte setzen oder irgendwas. Sie ist jetzt glatt, also es gibt keine Rillen mehr, wo es sich Dreck abstauben kann und sowas. Ein bisschen größer als die Eis oder Die ist ungefähr so ein Stück größer vielleicht. Ja. Aber sie sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, sie ist auf jeden Fall. Halt auch sie, besser mehr auf. Sie ist auf jeden Fall slick. Also die hat da echt einen coolen Shape. Irgendwie. Die hast du halt richtig geil. Das ist halt jetzt so eine Oberfläche wie beim iPhone, kannst du sagen. Ne? Also es liegt auch gut in der Hand und es kratzt halt nirgendwo mehr oder es lagert sich nirgendwo mehr Staub ab oder so. Das sind bei der PS Vita, Touchpads mit auf dem Bildschirm drauf, wie beim iPhone oder? Ja, das ist vorne und hinten. Du musst dir das vorstellen wie das iPhone, also die obere Fläche ist eigentlich wie das iPhone Display und auf der Rückseite ist halt auch eine Touchfläche. Bloß auf der Touchfläche sind halt die Buttons drauf, so als Symbole die ganze Zeit. Und auf der Rückseite? Richtig, aber okay. Nur so als Oberfläche, als Muster sozusagen. Ja, das ist, wie soll man das erkennen? Also ich meine, ja, das erkennt er, dadurch wird ja die Fläche markiert. Ja, aber wie willst du das denn dann sehen, wenn du die so in der Hand hast, von oben? Ja, nein, das machst du ja hinten, wenn du die Vita so in der Hand hältst, dann weißt du ja, wo die Finger sind. Ja. Ach dann so. Kannst du auch hinten steuern. Oder wenn du auf den Bildschirm drauf guckst und du weißt, dass deine Finger sind hier, dann, das ist halt Übungssache, das macht man auch. Ja, okay. Servo 250. 250 Euro. Und 300 dann die 3G-Version. Ja, genau. Nein, 3G-Version gibt es ja nicht. 3G, ja genau. Oder brauchst du genau. Für 250 das war die Wi-Fi-Version und für 300 Euro war die noch mit 3G. Das ist ja jetzt das neue. Genau. Was ist dieses 3G? Mobilfunk. So wie in den Handys halt. Also, genau. Achso, ja, okay. Setzt du dann eine SIM-Karte rein. Ich, ja, okay. Und, musst du dir vorstellen, wie beim iPhone oder ja, sowas. Ja, aber ja, die größte Neuerung sind ja eigentlich die zwei Sticks jetzt. Ne? Ja. Ja, richtig. Es gibt jetzt zwei Sticks. Also bei der PSP 1 war es so, du hattest nur diesen einen Stick, das Steuerkreuz und halt da deine... Ja, vor allem ein Stick, der auch noch schlecht war. Sozusagen. Genau, der war ja wirklich einfach nur so ein Schieberegler mehr oder weniger. Wobei ich die neuen Sticks finde ich jetzt auch nicht so cool. Die sind ein bisschen zu viel Plastik, zu leicht. Besser auf jeden Fall als bei der PSP. Ja klar, das ist schon mal ein Aufstieg wenigstens. Das ist ja nicht das Problem, dass die so klein sind und so, aber die fühlen sich so ein bisschen billig an, habe ich das Gefühl. Ja. Das sind so ein bisschen... Ein bisschen ausgeleiert vielleicht schon. Ein bisschen zu, ja. Also, wenn ich gespielt habe, du hast halt schnell nach vorne, du konntest nicht genau, Gefühl voll langsam, du kannst wieder ganz nach vorne. Oder kaum Reaktion, ja, da fehlt so ein bisschen Widerstand. Und außerdem kannst du ja bei der Vita dann... Wenn dir die Sticks nicht gefallen, kannst du auch bei den meisten Spielen oder bei manchen Spielen zumindest auch dann gegebenenfalls mit dem Touchpad steuern. Zum Beispiel. Ich habe aber auch angezockt, zum Beispiel Asphalt-Adrenalin, glaube ich, hieß das. Genau, und da war es aber mehr oder weniger so, dass du die Touchfläche, also nur die vordere, die hintere hast du gar nicht gebraucht. Mit der Touchfläche ist Menü bedient. Und ansonsten Six Axis, zum Beispiel ist ja in dem Ding auch drin, hast du zum Beispiel auch überhaupt nicht bei dem Autorennen gehabt, hast du auch nicht einstellen können, was ich gesehen habe. Und es war halt einfach nur, als hättest du mit PSP irgendein neues Spiel, also auf der Schultertaste Gas drücken und ansonsten nur linker Stick mehr. Du hast nicht mal den zweiten Stick gebraucht. I'm out of here. Uncharted. Das ist das Golden Abyss. Ja, genau. Golden Abyss, ja. Und da wirst du es wohl auch sehr viel. Da kannst du zum Beispiel, wenn du hinten dann mit dem Finger die Kletterbewegung machst, dann klettert der Leiter hoch und so. Oder auch zum Granatenschmeißen bestimmt oder so. Ja. Also das ist schon, weil du halt vorne deine Bedienungselemente hast und dann hinten schnell mal eine Granate rauswerfen kannst, das hat halt schon auch Innovation mit drin. So. Ja, da haben sie sich schon was einfallen lassen. Deswegen bei manchen Spielen ist halt noch einfach, wahrscheinlich wird es erst noch kommen. Aber wie jetzt zum Beispiel das Asphalt, brandnagel neues Game soll zum Launch ab und so und dann ist es halt wie ein PSP-Spiel und so. Das ist ja dann auch nichts mit, man will ja dann doch irgendwie eine neue Generation schaffen. Ja. Was ich angezockt habe, was glaube ich fast alle Features irgendwie unterstützt, ist Virtual Tennis 4. Ab, 30 Sekunden.
weil da kannst du zum Beispiel mit einem Kumpel zusammen an einer Konsole zocken, du hast dann legst das halt flach hin und kannst halt so schnippen wie dieses Airhockey auf iPhone oder irgend sowas, ja. Du kannst dir die Bälle dann hin und her schnippen oder du kannst halt die komplette Steuerung auch im Singleplayer. Kannst du halt einfach, ja, gehst halt hin, schnippst nach vorne, machst einen harten Schlag, schnippst nach hinten, machst einen leichteren Schlag oder bewegst dich halt, tippst hin, dann bewegst du. Was ich jetzt aber noch gar nicht gefunden habe, ist halt dieses Six-Axis. Ist auch da drin. Ist auch da drin? Ist auch da drin. Wenn du zum Beispiel, du hast diesen Trainingsmodus, ja, und dann gibt es zum Beispiel ein Schiff mit den Zielscheiben drauf. Aha. Und das Schiff kannst du auch mal steuern, indem du diesen Six-Axis bewegst, dann wackelt das Schiff immer hin und her. Das, ja, heißt, selbst wenn du irgendwie scheiße schlägst oder sowas, kannst du noch immer noch was treffen. Und es gibt einen Third-Person-Modus, wo du auch mit dem Six-Axis komplett bewegen kannst und schon gucken kannst. Das ist cool. Funktioniert. Also ich habe First-Person, habe ich keinen einzigen Ball getroffen, weil ab hier ungefähr, ab der Höhe hast du den Ball nicht mehr gesehen. Ja, klar. Ja, weil du halt den Blickwinkel hattest, aber es hat als Tech-Demo, fand ich cool. Touchscreen haben sie halt, kannst halt Granaten so ein bisschen schnippen, kannst du halt tracken von dem Granatensymbol oder hast halt einen Shortcut für die Melee-Waffe drauf. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Also es war jetzt nicht irgendwie, wo ich gefühlt habe, ja gut, das wurde für diese PS Vita gemacht, sondern es hätte auch, keine Ahnung, für was anderes rauskommen können. Das war jetzt nicht irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt, so wirklich. Ich habe Angst, dass die das mit dem Touchkram irgendwie zu überstrapazieren. Also ja, ich hab okay, so, ich meine, so bei so Sachen wie so Hustle Kings, so, das ist halt so ein Wizard-Spiel, das ist halt ganz cool für Kamera drehen und so Kram. Keine Ahnung, da gibt es halt dieses Spiel, was die halt dieses Jahr jetzt auf der Gamescom jetzt angekündigt hat, dieses Escape Plan, das ist halt zu 95% nur Touch-Based. Also keine Sticks, gar nichts. Ich habe auch erstmal da gestanden, weil es gab nur Präsentationen und da war halt echt alles nur Touch-Based. Ist zwar cool gemacht worden, von den Ideen her auch sehr cool umgesetzt worden, keine Ahnung, da kannst du den, da gibt es halt zwei Charaktere und der eine ist so klein und der kann dann sich halt mit Luft aufpumpen und dann kannst du den halt so quetschen. Ja, ja. Und dann pustet der halt die Luft raus. Alles ist auch cool, aber irgendwie habe ich schon so das Gefühl, so, ja, wo wollt ihr mit dem Teil jetzt hin? Also richtig, ihr wollt schon irgendwie den Hardcore-Markt abgreifen, aber auch irgendwie casual, aber irgendwie weiß man jetzt nicht so, ja, was ist, wollt ihr jetzt. Es ist immer schwierig bei einem Core-Titel dann zu sagen, ist das jetzt wirklich Core oder ist das mehr ist dann casual? Mit oder dem Easy-Mode. Genau. Ja, da kannst du irgendwie, keine Ahnung wo war es, ich glaube das war auch bei Resistance, wo du dann so eine klare hattest, da bist du dann eigentlich nur so mit dem Finger über, ja, 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 über das Display und dann hast du alle anvisiert und dann zack hast du einen Down kriegst. Das hat irgendwie. Ja, das ist halt die Features einfach viel zu übertreiben, ja, davor, ja, muss man so, halt. So ein halber, ja, ich, very easy mode. Der große Vorteil von der PS Vita gegenüber dem iPhone eigentlich ist ja, dass es Hardware-Buttons hat, ja, hat es, was sich jeder iPhone-User eigentlich irgendwo wünscht. Ja. Zu viel Touch hast. Das ist mir beim iPhone aufgefallen, dass du hast dann irgendwie ein Spiel, du musst dann übelst viele Touch machen, hast dann ständig deine Finger da irgendwie drauf. Ja, das ist einfach voll kacke. Du kriegst einfach total nicht mehr genug vom Spiel, weil du halt ständig deine Finger da irgendwie drin hast. Das finde ich, ja okay, das ist eine Geschmackssache, also ja, aber das stimmt schon. Das finde ich echt leicht übersichtlich. Vor allem die Sache mit dem Virtual Tennis, du hattest wirklich auch die Wahl, du konntest während dem Spiel wechseln, also du konntest entweder die Tasten benutzen oder schnippen und so. Aber ja, okay, ich habe Schnippen halt mal ausprobiert, aber dann hast du wirklich, du hast halt hier links irgendwo geschnippt und deine komplette Hand hat den kompletten Bildschirmverdeckung. Bringt dir halt nichts. Ja. Und wo ich halt auch bei der PSP Vita ein bisschen komisch finde, dass sie keine direkte Konkurrenz zu dem 3DS machen. Also Sony geht ja eigentlich mehr in die Richtung 3D. Viele beschweren sich beim 3DS, dass das ist halt diese. Kann vielleicht auch am Patent. Wie nennt man das? Nein, diesen Blickpunkt. Das 3D ist. Sony hat halt gesagt, das wollen wir gar nicht erst ausprobieren, genau, und bevor es ganz nicht gekauft weg, wird, weil es eh bei dem 3DS so schlecht angekommen, ja, ist. Ja, eben. Und bevor sie noch Brillen mitverkaufen müssen. Ja, aber es ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe beim Kollegen den 3DS benutzt und du musst dann halt haargenau in diesem perfekten Blickwinkel halten. Ja. Und sonst hast du einfach, siehst du es entweder doppelt oder da so. Da hat halt so nie mehr oder weniger gesagt. So ein Scheiß war noch nicht. Was halt auch cool ist, es gibt ja dann auch gewisse Spiele, die dann plattformübergreifend, also Plattformen, die dementsprechend auf die PS3 übergreifend sind, dass man
jetzt wieder mein Lieblingsspiel, Virtua Tennis 4, weil der Junge wieder so gut erklärt hat, kannst du ja dann auch. PS3 sitzt dein Kumpel zu Hause so an der Virtua Tennis 4 und dann kannst du das halt einfach ja, direkt unterwegs auf der Bahn spielen oder was weiß ich. Und dann gleich genau, das ist auf jeden Fall. Das ist das gleiche Spiel halt. Geht der Castle Kings auch so. Ja, das geht auch. Und das ist halt ein cooles Feature. Und wenn die das halt wirklich so voranbringen und dann wirklich zu den großen Haupttiteln oder sowas, dann auch wirklich immer so ein Vita einen kleinen Pool rausbringen, dass du zusammen zocken kannst. Da macht das halt Sinn, weil bei der PSP war es halt immer so. Ja, das ja bei der PSP war eine Notlösung. Ja. Das war ja. Das ist cool. Also wenn ich jetzt irgendwann mal so ein Ding anschaffen sollte. Doch, so voll cool. Sitzt so mitten irgendwo in Essen in der Bahn oder hier in Köln und kann deinem Kollegen sagen, Alter, schmeiß deine PS3 an und wir zocken los. Wir müssen halt in dem Punkt, in dem Bereich einen Punkt, wo Nintendo halt hinten dran liegt. Ja? Und speziell in diesen Online-Sachen versuchen sie jetzt halt richtig zu pushen. Und das ja, und sie versuchen halt auch jetzt dem iPhone Konkurrenz zu machen. Ja, das ist richtig so. Achso, jetzt weißt du Bescheid über die PlayStation Vita. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Ja, doch, klar. Dankeschön. Hier ist auch meine Karte von Sony. Boah, nice, dinner here. Das war doch gar nicht so schlimm.